Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon und herzlich willkommen hier auf Zuckerpopel. Mein Name ist Adrian, ich spiele heute Pokémon Let's Go Pikachu und ich mache ganz kurz noch meine Türe zu, damit das nicht so halt. Ich hoffe, das geht alles klar. Fällt mir jetzt mein Handy um. Ist mir egal. Ich habe ein bisschen einen Kabelsalat vor mir, aber das geht schon. So. Ich muss nur ganz kurz gucken, ob das mit dem Spielsound noch geht, wegen der Lautstärke, aber ich hoffe, das geht. Ich höre mal ganz kurz rein. Super Timing habe ich gefunden, jetzt wo die Musik nicht läuft. Okay, probieren wir es nochmal. Einen Moment. Tut mir leid, es ist am Anfang ein bisschen Einstellungsgewöhnungssache. Aber das kommt. So, meiner Meinung nach ist das gut. Das heißt, wir können loslegen. Und damit machen wir auch schon den ersten Schritt, und zwar indem ich auf den Poké-Wiki gehe und meinen Pokédex mal aufmache, komplett für die Standorte. Denn es gibt nicht alle Pokémon in beiden Spielen, das habe ich gemerkt. Zum Beispiel meinen Pinsir kann ich vom Pokémon nicht fangen, das heißt, ich muss es auf Pokémon Go holen. Rettern zum Beispiel auch nicht, aber ich kann die Viecher aus Pokémon, Pokémon Go aus dem Handy kurz rausziehen, die meisten habe ich da. Teilweise muss ich mir aber kurz Notizen machen, dass ich mir die auf die Seite lege für nächstes Mal. Heute würde ich einfach die machen, die wir hier erledigen können. Dazu brauche ich aber den Wiki teilweise. Beziehungsweise eben, ich muss gucken, welche Arten es überhaupt bei mir gibt. Ich weiß zum Beispiel, ich kann Tauboss machen ohne Probleme. Ich kriege Ibitak hin. Rettern bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht kriege in Pokémon Let's Go Pikachu. Deswegen würde ich mir da kurz gucken. Ja, Pikachu muss ich das tauschen. Das heißt, ich brauche noch ein Notizblatt, um mir das aufzuschreiben. Und das habe ich jetzt nicht hier. Ich muss mir kurz eins holen. Einen Moment, tut mir leid. Jetzt schon. So, da bin ich schon wieder, endlich. Also, ich schreibe mir kurz auf, dass ich einen Rettern haben muss. Moment, ich gucke mal kurz sicherheitshalber, ob ich vielleicht einen Rettern habe. Es wird jetzt ein bisschen ein organisationstechnisches Chaos, aber ich probiere das mal. Weil wenn ich einen Rettern habe, würde ich das als erstes gerade rüberziehen, weil ich ja an dieser Basis gerade stehe. Ansonsten schreibe ich mir mal auf, ich brauche noch einen Tauboss, ich brauche einen Ibitak. Das kann ich mir schon mal aufschreiben, dass ich die noch machen muss. Wobei ich ja eigentlich mehr oder weniger einen Living Dex ziehen werde. Das heißt, ich sollte eigentlich sehen, was fehlt. Nein, ich will jetzt nicht spielen, dankeschön. Auch wenn gerade zwei coole Pokémon draußen stehen. Rettern. Nee, habe ich nur eins und das möchte ich auf dem Living Dex behalten. Das heißt, ich muss mir noch einen Rettern und einen Rettern besorgen. Und das schreibe ich in der zweiten Zeile rüber. Rettern brauche ich aus Pokémon Go noch. Vielleicht hat ja jemand anderen eins für mich. So, wir machen weiter. Ich brauche einen Raichu, ich brauche einen Sandama und ich glaube, dann reicht das auch schon fast. Um mal anzufangen. Sandamer. Nidoking brauche ich noch. Das kann ich mir auch kurz noch aufschreiben. Nidoqueen, Entschuldigung. Ja, klar, ich bin Nidoking im Team, aber ich brauche den noch. Nein, ich bin zwei Controller-Steuerung. So, ja, Pokédex geht auf, yeah, voll fancy. Und ein Pixie brauche ich noch, aber wir haben ja ein Pipi, das heißt Pixie sollte eigentlich kein Problem sein. Vulnona brauche ich. Ich höre dann gleich auf.
Knuddeluft brauche ich. Und ein Giflo muss ich mir noch machen. Ich arbeite mich einfach von oben nach unten durch auf der Liste. Die meisten könnte ich auch wild fangen oder probieren, dass ich sie entwickle. Snobilikat brauche ich. Ich habe Mauzi bekommen. Auch von mir selber. Enteron noch. Und Rassaf und dann ist fertig. So, mehr schreibe ich mir nicht auf. Das sind die ersten Pokémon, die wir suchen werden. Ich fange mal an, in meinem Team zu gucken, indem ich auf die Pokémon-Box gehe. Das sollte ich eigentlich... Nee, stimmt, ich habe die Mega freigelassen. Ich will Vulpix beide Formen gespeichert haben. Die Alola werde ich natürlich dann später auch noch machen müssen, für mich dann. Wir fangen aber an, ich sollte einen Tauboga irgendwo rumliegen haben. Eigentlich. Theoretisch. Ich sortiere mal kurz. Ich habe keinen Tauboga mehr rumliegen, what the fuck. Ja gut, das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Eigentlich sollte ich einen Tauboga haben. Und dann gucke ich mal kurz, wo ich das genau kriegen kann. Ob ich Tauboga wild fangen kann oder Tauboss sogar. Oder ob ich die entwickeln muss. Ich guck mal kurz. Tauboss krieg ich überall. Anscheinend. Wo ist die Let's Go Info? Tauboss im Himmel 5%. Ja, ist ein bisschen wenig, aber da kriege ich ja auch Tauboga und Taubsi her. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir da mal einfach hin. Das ist Route 1 anscheinend im Himmel. Das heißt, da muss ich ein bisschen rumfliegen. Das geht ja ganz gut. Hui. Ah, ich habe noch 8 Pokémon hier drin, aber die hole ich dann später. Wie gesagt, mein Pinsir muss dann auch noch hoch. Aber ich sollte jetzt mal holen, als erstes, dass ich dann weiß, was ich überhaupt wirklich offen habe. So, ich hole die als erstes direkt aus dem Park raus. Ich habe mir auch Meltan und Melmetal unterdessen rübergezogen. Das heißt, die sind auch schon erledigt. Das Einzige, was ich nicht machen werde, ist Mew. Weil ich Mew auf dem Pokémon Go behalten will. Und, nein, ich will nicht übertragen, Entschuldigung. Ich würde gern meinen Park besuchen. Und Mew möchte ich auf dem Pokémon Go behalten. Und ich habe mir diesen Pokéball nicht extra gekauft für Mew. Damit ich das so doof werfen kann. Ich finde das System jetzt schon mega kacke zum Fangen. So, ich muss kurz gucken. 8 Pokémon sollten hier sein. Teilweise habe ich mir einfach random Crepe rüber getauscht wegen Meltan. Also wirklich kompletten Bullshit gegen die Hornlius und so, aber das kriegen wir dann noch gebacken, sobald ich sie finde. Sobald ich sie finde. Da sind alle. Ja, das sind so meine rübergetauschten Pokémon. Melmetal sollte... Da ist Melmetal. Wir fahren mit den Kleinen. Wie ihr seht übrigens, habe ich noch einen Shiny Blitzer rübergezogen. Ich wollte gucken, ob die Shiny-Form behalten werden. Ich habe keine Lust, alle Evoli-Entwicklungen so zu machen. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich es schon habe, dann ziehe ich es mir direkt rüber. Und dann hat sich das erledigt für mich. Und das war ziemlich einfach. So. Ah, come on, Shiki, du bist kacke. Ich glaube, das Shiki ist recht gut sogar. Ich schmeiß mal Nemibere lieber. Wobei 516 WP ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, Ingame hat es nicht so einen hohen Wert. Komm jetzt, bitte. Tu's für mich. Ah, come on. Ich will keine fancy Items schmeißen und Himibären sind halt so random, aber naja. Das war mega schwach. Nein, wieso musst du... Oh. Fuck you. So, und jetzt bleibt drin. Dann kann ich ja Pokémon Go mal kurzzeitig zumachen. Jawohl, das erste habe ich gefangen. Sehr gut. Gibt ein bisschen EP für alle, aber das brauche ich gar nicht. Ich hätte lieber... Ich sollte eigentlich mein Taubsi mitnehmen hier rein, aber ist egal. Ich kann ja währenddem mal gucken, ich habe hier noch einen Ibitak, das ich machen muss. Ich kann hier mein Team nicht ändern. Ah ja, fancy, ich habe voll die Übersicht. Meltan, mein Kleiner, du kommst jetzt zu mir. Dann ist das nämlich erledigt. Wow, das ist richtig gut. Himibäre.
Ich habe mir da, glaube ich, mein drittstärkstes genommen. Das zweitstärkste habe ich zu Melmetal entwickelt und das stärkste habe ich zu Melmetal gemacht und das zweitstärkste habe ich auf dem Go behalten und das drittstärkste dann hier reingetauscht. Wobei ich jetzt schon wieder so weit bin, dass ich ein zweites Melmetal machen kann, aber dieses Mal für mein eigenes privates Go will ich ein gebufftes machen. Das hier ist nicht gebufft worden, also ich habe es nicht extra geplust wie Sau, damit es einfach stark wird, weil ich hier drin eh leveln kann. Aber ich werde es in meinem privaten Dings, mein privates Melmetal wird auf jeden Fall gepusht. Wobei das hier hat ja auch schon irgendwie 2500 WP, nur weil es Melmetal ist zum Entwickeln. Also es ist schon von sich aus recht stark gemacht. Von daher, ich denke, das kommt gut. Warum, wenn ich dann wirklich pushe noch? So, ich habe den Ton jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen besser. Unser Team levelt recht gut zum Glück, aber naja. Jo, ich bin zufrieden damit. Es ist nicht zu laut, nicht zu leise und man hört sogar noch den Ingame-Sound. Das war mir jetzt relativ wichtig. Als nächstes Shiny Blitzer, das wird ein bisschen größer, ein bisschen stärker sein. Das habe ich durch Shiny Evoli-Event mal gemacht. Und ja, das hat 1975 WP. Whoops. Ich schmeiß mal eine silberne Sananabeere. Ne, eine Himbeere, Entschuldigung. Okay, das wehrt sich nicht ganz so sehr wie das. Ah, fuck you. Geh nicht darüber. Ich hasse das. Jawohl, komm wieder zurück. Dankeschön. Ja, das wird sich ein bisschen weniger wehren, hoffentlich. Nein! Ich mag das nicht, darüber zu werfen. Ich finde das so dämlich. Ich werde heute wahrscheinlich etwa 3,5 Stunden streamen. Mal so nebenbei noch. Und wie immer wird das Ganze dann auf Zuckerpopel live und auf Popel mit Zucker. Nein. Auf Zuckerpopel live Uncut erscheinen und auf Popel mit Zucker. Mein Hauptkanal wird es dann Cut, halt das Best-of-mäßig. Ich werde nach jeder Stunde etwa werde ich einen Cut machen, weil es eh ein Best-of-Ding wird. Das heißt, da werde ich nicht mehr so alles drin haben, sondern eher die Erfolgsversion, die sind dann kürzere Videos. Und Uncut gibt es eben dann die Streams. Aber das Problem ist, wenn ich nur den Stream laufen lassen würde und das Ganze dann downloaden, dann ist die Qualität ein bisschen schlechter. Und ich habe letztes Mal aber gesehen, dass eine Aufnahme von Trials verkackt hat, irgendwie mit dem Sound und mit dem Bild. Und das muss ich dann von YouTube halt vom Livestream runterziehen. Und dann geht das eigentlich auch. So, jetzt kommen die Lowbob-Pokémon, zwei Hornli und Muschas, aber Hauptsache ich hab's mal gemacht, ne? Yo. Die habe ich wirklich nur gemacht, weil ich es konnte wegen Meltan-Box. Die übrigens, gestern Abend habe ich die wieder aktiviert und jetzt ist das Event vorbei, dass die all 3 Tage geht. Jetzt muss ich wieder 7 Tage warten. Aber naja. Ja, vielleicht mache ich auch nur einen 3-Stunden Stream und kann noch was nachbearbeiten, merke ich gerade. Wäre auch nicht schlecht. So. Das sieht gut aus. Yay. Verschieben bringt einfach nichts. Ich will hier die Boxen mal aufräumen. Ich werde zum Beispiel auch keine Shiny Hand machen. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich... Also neben der Pokédex-Vervollständigung werde ich vielleicht mal noch ein Team auswählen, das ich bauen möchte. Und dann auf 6 EV halt farmen. Und die IV pushen oder umgekehrt. Ich weiß nie, welche IV und EV sind. Aber ist ja nicht mein Problem. Hauptsache, das klappt, ne? Kriege ich das Vieh auch noch gefangen? Das ist nicht so stark, das Scheißhorn, du. Eigentlich müsste das ja gehen. Klar, jetzt wo ich sage, ne?
Dankeschön. Naja. EP auch nichts. Jetzt habe ich noch Muschas und dann geht's an Melmetal und dann kann ich endlich anfangen mit Pokédex-Vervollständigung. Was ich noch machen muss, ist Pikachu. Gibt es ein Minispiel, habe ich gehört. Das will ich noch ausprobieren, aber dazu müsste ich halt zuerst mal Pikachus fangen und die habe ich nicht so gerade. Oder ich verkaufe die halt zu schnell, das kann auch sein. Weil ich habe jetzt halt eine Box mit, glaube ich, 350 Pokémon. Ich habe die App noch offen, ich kann das kurz nachgucken. 250 Plätze habe ich etwa drin. Und dann, wenn ich die 250 voll habe, schmeiße ich halt wirklich alles raus, was schwächer ist als die alten. Und damit ich halt meinen Living Dex behalten kann, so. Und das klappt eigentlich ganz gut, aber ich verliere dann immer, wenn ich was in Let's Go ziehen will, merke ich dann so, fuck, das hätte ich jetzt gebraucht. Ist ein bisschen traurig, aber naja. Ich werde nichts anderes für dich brauchen. Ich schmeiß dem einfach Pokéball an den Kopf, bis er drin bleibt. Irgendwann klappt das. Ich ist einfach nicht so hoch die Chance, aber ist egal. Nicht dein Ernst. Vielleicht ist es doch zu schwer. Ja, ich soll vielleicht auch einen Superball zumindest wissen. Ah, was ich auch noch machen werde, wahrscheinlich neben, also nicht neben dem Züchten, sondern statt dem Züchten vielleicht, oder zusammen mit dem, dass ich die Titeltrainer besiegen werde, die Trainermeister-Titel-Scheiße da geben, dass ich gegen die kämpfen werde, gegen alle. Das wird dann allerdings ein Riesenaufwand wahrscheinlich und ich würde da auch ziemlich viel offline farmen. Also ich würde da halt die Pokémon holen und so und dann würde ich die offline trainieren. Weil es ist ein Riesenaufwand, das nicht zu machen. Hi. Aber das wäre eigentlich was ich machen möchte. So, und jetzt sehr viel. Endlich zu Melmetal. Halleluja. Ja, ich habe Melmetal, ich habe es gerade noch auf der Box da und ich habe von Meltan rübergezogen und hier ist mein Melmetal. Das war aber stärker im Spiel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein 2-4er war. Nein, nicht mit Superballen. Nein, nein, nein. Wir nehmen Hyperbälle und warten. Ja klar, ich kann auch einen Meisterball nehmen. Ja, komm in die Mitte, das gefällt mir besser. Dankeschön. Yes. Sehr gut. Doch immer 1000 EP dafür bekommen, das ist doch mal nett. Mhm, doch, gibt's einen. So, und damit müsste die Box eigentlich jetzt leer sein. Wir gehen zurück zum Empfang. Ja, speichern halt. Ja, dankeschön. Ah, stimmt, da war was mit der Wahrsagerin wegen dem Wesen, nicht wahr? Ich glaube, das war das Wesen beeinflusst, wenn man bestimmte Fragen beantwortet. Das wird wahrscheinlich sehr wichtig sein, ja. So, jetzt müsste ich die beiden haben. Da sind sie aber. Perfekt. Und wie stark ist mein Blitzer geworden? Level 25. Ja, von mir aus. Meltan ist Level 29 und Melmetal 23. Ah, die haben einen G-Vornamen, weil ich die aus dem Go gezogen habe. Okay. Ja, genau, die Wahrsagerin ist ja für das Wesen, das stimmt. Dankeschön. Daran hätte ich jetzt wirklich nicht mehr gedacht, weil das ist so random, aber die gibt es ja nicht nur in diesem Spiel, soweit ich weiß. Aber an die denke ich eben nie. So, und jetzt kann ich anfangen. Jetzt brauche ich einen Tauboga. Ich gucke mal, mit der stärksten Route wahrscheinlich ist am einfachsten, weil ich da am schnellsten das Level habe.
Okay, die Zinnoberinsel wäre auch noch was. Wo ist Route 25 schon wieder? In Route 25 ist nicht stark. 24 könnte. Das ist die Nagelbrücke, die ist auch nicht stark. 21, das ist der Wasserweg. Da könnte was sein. Das ist Let's Go hier. Drei bis 56. Es ist nicht schwer, ein Melmetal zu machen, ehrlich gesagt, wenn man. Gut, jetzt ist es natürlich nervig, wenn man halt die 7-Tage-Regel wieder drin hat. Vorhin war, als die 3-Tage-Regel aktiv war, konnte man einfach wirklich durchfarmen. Und das habe ich dann auch aktiv gemacht. Das habe ich irgendwie. Keine Ahnung, wie viele Bonbons gekriegt und kann jetzt bald mein zweites entwickeln. Aber ich will mein zweites zuerst mal pushen, bevor ich das entwickle, damit ich da was machen kann. Ich bin ja immer noch auf den Trials, whoops. Oder? Moment. Nein, ich sollte vielleicht mal aktualisieren, dann passt es auch. Gut, also, dann fliege ich einfach mal auf irgendeine Route von mir aus dem Wasserweg. Ich kann nicht mehr hier drin fliegen. Okay, daran muss ich mich auch wieder gewöhnen. Oh, das macht wirklich weh. Ja, dann ist Kacke. Ist aber. Was hast du denn für ein Handy, dass das Gerät nicht geht? Weil ich habe es jetzt noch nie gehört, dass es nicht kompatibel wäre. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Also nicht, dass ich es nicht glaube, es wundert mich nur. Jetzt habe ich das scheiß Poke-Wiki zugemacht. Nein, Taubos Poke-Wiki da. Also auf der Zinnoberinsel kann ich fliegen. Wie ging das mit Fliegen? Ich muss, glaube ich, mit Glurak einfach ausgerüstet sieben. Ein A7. Ja, dann. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht so aus mit dem, aber das könnte sein. Das ist die Kokowai-Meisterin. So, und jetzt muss ich irgendwie Luftkämpfe triggern können. Oh. Ja, dann ist blöd, wenn es wirklich nicht so geht. Das ist dann Kacke. Da ist ein Turtok. Okay, die sind echt überall verteilt. Ich habe das nie angeguckt, wie die genau verteilt sind. Da habe ich einen Schatten gesehen. Da ist ein Taubsi. Nehmen wir. Wenn das hoch genug ist mit Level 5. Nö. Nope. Ja, will ich. Ciao. Ich glaube, auf Route 20 bin ich, oder? Jawohl. Da ist Feuerrot und Heart Gold Soul Silver. Let's go. Hier. Ah, ich komme nicht übers Haus rüber. Ja, Taubs hat einfach die meiste Spawnrate, aber 3 bis 56 ist schon eine riesen Range mit dem Level. Welches Wesen? Das ist eine gute Frage, darauf habe ich gar nicht geguckt, ehrlich gesagt, weil ich das einfach nur als Collectible haben wollte. Ich will nicht aktiv damit spielen, denke ich. Zeig mal, ja. Plus Init minus Angriffswesen. Oh, das macht weh. Welches Wesen war das nochmal? Nee, hau ab. Scheu. Und Meltan ist naiv. Gut, naiv ist nicht so schlimm mit dem Special-Wert. Weil Stahl-Pokémon mehr unter physischen Attacken leiden im Allgemeinen. Außer Feuer. Feuer macht allgemein weh. Aber ich denke, Meltan hätte ein besseres Wesen, wenn ich darauf gehen würde. Da ist Lamus. Ich will aber meinen Tauboga oder Taubsi mit hohem Level. Oder Tauboss am besten natürlich. Ja, es kommt darauf an, wie man spielen will natürlich. Ich kenne. Ah, Scheu ist kein gutes Wesen. Ja, das dachte ich mir. Also, das weiß ich. Scheu ist wirklich nichts Gutes. Naiv
Geht eigentlich sogar noch. Eben weil die Special Death beim Meltern ist, glaube ich, nicht so wichtig mit Stahl. Aber ja, das macht schon recht weh. Das naive Wesen ist kacke. Das scheue Wesen ist kacke. Naiv geht. Ich glaube nicht, dass man das nachhinein machen kann. Ich glaube, man muss wirklich, bevor man es fängt, da was machen. Aber ich habe keine Ahnung, ob das im Poképark auch zählt oder ob die beim Übertragen schon random generiert werden. Oh, Level 15. Ja, von mir aus komm. Ich zieh dich mit hoch. Ich will meinen Taubos haben und ich will weiterspielen. So. Eben, ich glaube, im Nachhinein kann man das nicht mehr ändern. Es gibt auch keine Pille, die das macht, wie im Pokémon Sonne Mond zum Beispiel. Gab es ja eine Fähigkeitspille und so Scheiße, aber ein Wesen gab es nie zum Ändern. Soweit ich weiß, das ging nie. Oh, ich sehe starkes Pokémon. Müssen Tauboga? Taubos. Oh, okay. Ich bin mir nie sicher, welches war es, außer ich spiele selber. So, und jetzt muss ich mir aber Mühe geben, ich will das haben. Schmeiß dem jetzt einmal alles im Kopf. Weil da muss ich nichts mehr farmen für einen Pokédex dafür. Fuck you, hör auf dich zu bewegen, du bist so eine Bitch. So. Das war nicht mal großartig. Mann, bitte hau nicht ab. Bleib hier. Jawohl, okay. Taubos kann ich schon mal abhaken. Taubos erledigt. Top. Wobei ich werde im Nachhinein eh wahrscheinlich mein Taubsi mehr leveln müssen, wenn ich dann gegen die Taubsi-Trainer kämpfen muss. Boah, das wird ja was. Gut, das ist erledigt. Das nächste wäre dann Ibitak. Muss ich kurz gucken, welches Level mein Habitak denn hat. Habe ich mein Habitak auch weggeworfen? Natürlich habe ich mein Habitak weggeworfen. Gut, dann kann ich dasselbe nochmal machen mit Habitak, weil ich das nicht hinkriege. Hallo. Jetzt muss ich aber gucken, wo ich meinen scheiß Ibitak freikriege. Ich gucke lieber dann direkt, dass ich einen Ibitak holen kann. Ibitak. So, jetzt wird es langsam dunkel hier drin. Jetzt brauche ich kurz Licht. Ohne dass ich wieder alles mitreiße. So. Nein, von dort ist weiter oben. Wo ist von dort? Von dort da. 22, 23 sind wieder. Das ist die Siegesstraße, okay. Da kann ich Ibitak wild im. Nein, das ist Feuerrot. Nein. Let's go hier. Pokémon Ibitak 15% im hohen Gras und im Himmel 40% und 60% Habitak. Okay, das heißt, ich weiß, wo ich hinfliege. Das ist das Pokécenter vor. Nein, das ist die Siege. Da komme ich nicht hin. Okay, dann müssen wir halt kurz hier durch. Shaneira ist eine ungewöhnliche Begegnung. Das ist auch sehr speziell. Wow, hier geblieben. Beim Tauschen etwas. Wie meinst du das mit dem Tauschen anfordern? Also man sagt so, ich will ein bestimmtes Pokémon dafür haben oder wie? Es wäre schon cool, wenn es so ein Wonder Trade System gibt, wie in. Ich glaube, XY war das noch. Sonne Mond hat das, glaube ich, nicht mehr so drin gehabt. Aber das ist halt auch wieder zu random und meistens haben wir nur Scheiße gekriegt oder gecheatete Pokémon. Aber ja, etwas anfordern wäre halt schon. Man könnte halt viel spezifischer eben für den Pokédex und die editionsspezifischen Farmen.
Fuck you, ernsthaft. Ich schmeiß meine letzte normale Himbeere, ich gebe für die nix Goldenes aus. Aber ich würde den. Das war viel zu. Nein! ich eigentlich. Oh, das ist nochmal ein Epitak. Nein, nee, nee. Hör auf, rumzualbern. Nee, ich will mein Melmetal eigentlich nicht unbedingt tauschen. Aber ja, wir können gucken, wenn du sonst für. Ja, von mir aus können wir das sonst mal machen dann. Bleib jetzt drin, du Scheiße. Okay, so. Ich muss nur kurz gucken, wirklich. Ich kann mir sonst auch gleich ein zweites rüberziehen für später. Nein, nicht mein Aquana. So, jetzt bleib drin, du Sau. Meld dann. Ja gut, das wird auch gut. Ja, ich brauche noch 4 Bonbons, dann habe ich das nächste Meltdown. Ja, von mir aus. Können wir das mal machen, dass du meins haben kannst dann. Das wäre okay. Ich glaube, in 7 Tagen kann ich die Box wieder aufmachen. Also jetzt noch in 6. Wird um 10 Uhr, wird sie etwa resettet bei mir. Dann kann ich das eh wieder machen. Also ja, von mir aus. So, Ibitak auch erledigt. Ist ja einfacher, als ich gedacht habe. So, Rettern und Arbok kann ich noch nicht machen. Ein Raichu, dafür brauche ich einfach ein Pikachu. Oder kann ich Raichu wieder wild fangen? Das wäre natürlich. Ich gucke immer auf den einfachen Weg. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass man alle Pokémon irgendwie wild fangen kann. Einfach je höher die Entwicklung und je seltener werden sie halt und so. Raichu, Fundort. Raichu Entwicklung, Alola Raichu, Safronia City nur gegen einen Raichu tauschen. Ja, also für das zweite würdest du jetzt eine Woche warten. Das wäre jetzt blöde. Nee, aber von mir aus können wir das nachher kurz tauschen, wenn du willst. Weil ich brauch's wirklich eigentlich nur für den Pokédex-Eintrag. Also muss ich wirklich einen Pikachu fangen. Und Pikachu kriege ich im Vertania-Wald. Das weiß ich. Aber ist, glaube ich, recht selten da, ne? Vertania-Wald. Oder hat es eine. Das Golden Heart Gold. Let's go. Hier. Wow, 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 wow. Oh, hier wären auch noch beide gewesen. Top. Ah, ich muss wieder absteigen. Scheiße, Pikachu, das Spawnrate von 5%. Nein. Ich glaube, ich habe so ein blödes Item, das die Pokémon mehr anlockt. Achso, du kannst auch mal Meltan haben natürlich, aber das Problem ist, Meltan kannst du nicht entwickeln in Let's Go, habe ich gehört. Das wäre ein kleines Problem dann. Also soweit ich weiß, kannst du Melmetal nur machen, indem du es in Pokémon Go entwickelst. Ansonsten kannst du mal Meltan schon haben, das wäre kein Problem, aber. Ja genau, du musst es in Pokémon Go entwickeln. Also würde dir das nichts bringen, wenn ich dir das Meltdown einfach so gebe. Aber ich kann es dir schon geben, wenn du willst. Absteigen wollte ich. So. So, und jetzt habe ich, glaube ich, das blöde Duft-Item irgendwo rumliegen. Lockparfüm. Top-Lockparfüm. Achso, das hält einfach länger. Ja gut, ich schmeiße mein Lockparfüm rein. Mal gucken, ob Pikachu deswegen mehr auftaucht. Ich ziehe keine Stinkerwolke nach, das ist schon mal was. Aber sehe ich denn, dass ich das aktiv habe? Ich sehe es, weil ich nur noch 5 habe. Immerhin. Wenn man Kokuna 2 Ohren aufklebt, dann kann es auch ein Pikachu sein.
Wenn das Melmetal ein hartes Wesen wird, wird es auf jeden Fall ein Shiny Arcani bekommen. Also. Ach so. Ja, also ich bin eigentlich nur interessiert an editionsspezifischen wegen Pokédex halt. Aber von mir aus kannst du das, wenn ich ein hartes hätte. Ich glaube, im Go habe ich hab gar keine Wesen drin. Ich gucke sicherheitshalber kurz nochmal. Nicht, dass ich da was Falsches sage. Aber soweit ich weiß, haben sie da keine Wesen drin. Genau, nur dass die Attacken schlechter sind im Trainerkampf meistens. Das steht da drin. Was eigentlich mega traurig ist. So, dann muss ich jetzt nur noch einen Donnerstein haben. Ich hoffe, ich habe jetzt mal was dabei. Das müsste in der Stärkungstasche sein. Kein Donnerstein. Gut. Wo kriege ich Donnersteine her? Ich hoffe, der große Shop hat Donnersteine. Ja, eben, dann müsste ich wieder halt... dann muss ich nochmal warten fürs Meltern. Aber von mir aus kann ich... Hier kann ich nicht fliegen. Wenn du willst, nächste Woche sollte ich das dann haben, ja. Ich muss nur noch gucken wegen der Wahrsagerin. Das finde ich in Google dann, das finde ich dann raus. Aber dafür brauche ich halt erst noch eine Woche Zeit dann. Ja, mach du Rüdiger nach, du. Bekifftes Vieh, du. So, wo ist der Shop? Hier. Prismania hat sicher Donnerstein. Nein, das hält wirklich nicht lange. Ich glaube nicht, dass es auf Schrittzahl begrenzt ist wie Schutz, aber... Okay. So, Donnersteine brauche ich. Komm mal ab. So, wo kriege ich was? Kundeninfo, Trainerabteilung, Videospiele, Geschenkartikel. Das heißt, ich müsste eigentlich im ersten Stock fündig werden. So, jetzt habe ich alles gemacht. Also, Rettern Arbok ist notiert, dass ich das rübertauschen muss. Ich weiß nicht, ob ich hier drin eins habe. Ich habe sicher eins im Go, aber hier habe ich keins, glaube ich. Nö. Und im Go habe ich auch nur eins, das will ich nicht unbedingt abgeben dann. Weil ich da halt alle behalte. Außer ich habe sie doppelt. Das ist das Falsche. Teams brauche ich gerade nicht. Ciao. Mach mich glücklich. Du machst mich auch nicht glücklich. Auf der Random Einkaufszentrum die Aquana-Trainerin. Okay. Aber wenn ich nochmal eins kriege, dann würde ich das holen. Dankeschön. Aber ist lieb gemeint. Ja, klar. Dankeschön. Werbung für Pokémon Quest. Let's Go ist drin. Schick. Quest muss ich auch noch fertig spielen, stimmt. Ups, ah, das Blitzer. Fuck, wo kriege ich den verfickten Donnerstein? Ich guck jetzt nach, wie ich Donnersteine kriege. Ist mir zu blöde. Da ist Flamara. Also haben wir jetzt alle drei gesehen. Bitte sag mir, du hast Stein. Jawohl. Oh, zum Glück, jetzt muss ich nicht mehr googeln. Jo, ich nehme mal einen Donnerstein. Dankeschön. Und tschüss. Beutel. Und jetzt kann ich das machen. Achso, ja, das ist das Fall. Oh, zum Glück schreibt sich das dagegen. Das wollte ich nicht entwickeln.
Das ist mein Buff Pikachu, das muss ich behalten. Natürlich als Pikachu, nicht als Raichu. Aber ich muss kurz dann mein Random Pikachu ins Team nehmen. Für, keine Ahnung, für mein Pikachu. Dann denke ich vielleicht dran, das zu wechseln, wenn es nötig wäre. Und Stärkungstasche, Donnerstein und los. Und somit hat sich das mit dem Raichu auch erledigt. Das nächste wäre ein Sandamo. Und Sandan muss ich kurz gucken, weil ich habe beide, also ich habe Alola und Normal Sandan, dass ich die beiden dann entwickeln kann. Müsste beide nicht eigentlich auf demselben passieren? Nope, okay. Alola ist über Eisstein und Sandan ist Level 22. Ja, von mir aus lernst du Donnerschlag. Du wirst eh nie mehr gebraucht eigentlich. Ich glaube, ich räume dann, wenn ich hier fertig bin mit dem Pokédex, mal meine komplette Bank leer, außer halt die Fossil-Pokémon und mein Team. Und dann fange ich nochmal von vorn an, wegen diesem einzelnen... Dass ich eins gegen eins machen muss, halt gegen die Typen. So. Du brauchst einen Eisstein, das heißt, ich nehme dich zuerst ins Team. Ich habe Alola Sandama gar nicht aufgeschrieben. Und Alola Vulnona habe ich auch noch nicht, das weiß ich. Boah, das ist eine schwere Frage mit dem Lieblings-Pokémon. Ich finde Tediosa mega cool, beziehungsweise ich habe immer Osering gespielt, dann wenn ich konnte. Ob das jetzt wirklich das Lieblings-Pokémon ist, ist dann die andere Frage, aber ich finde Osering eigentlich ganz cool. Aber ist eine schwere Frage so zu beantworten. Ich habe in dem Sinn nicht wirklich ein Lieblings-Pokémon. Spezifisch. So, das gemacht. Was wäre denn dein Lieblings-Pokémon, wenn du so entscheiden könntest? Ich finde einfach nur dessen gibt es zu viel Auswahl, dass man sagen kann, das ist jetzt spezifisch mein Lieblings-Pokémon und nichts anderes. Dafür gibt es einfach zu viel Auswahl unterdessen, finde ich. So, jetzt die Frage, wo kriege ich Mondsteine her? In Safronia City anscheinend. Golden, Silber, Hard Gold, let's go. Verstecktes Item täglich, dankeschön. Melmetal als Lieblings-Pokémon, interessant. Hast du auch ein... Nee, tatsächlich nicht. Es gibt ein Daily-Ding, das einen Mondstein gibt, habe ich gerade gesehen hier. Du musst dran denken, Let's Go ist ein bisschen anders als die normalen Spiele tatsächlich. Mondstein kriege ich im Mondberg tatsächlich, aber hier gibt es noch ein Daily-Versteck anscheinend. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo das Haus danach nach Amarin ist. das ist eine verdammt gute Frage. Und ich muss nochmal ganz kurz was gucken, nämlich. Ja, das stimmt, vom Aussehen her ist es wirklich geil. So ganz speziell gemacht und so. Aber ich finde jetzt zum Beispiel eben auch ein Osaring oder so, finde ich verdammt cool. Die zwei muss ich jetzt noch machen. Du kriegst noch die normalen Daten, also das normale Sandamo dann. Okay, da habe ich wirklich noch keins. Das heißt, Sandamo kommt nicht, kommt noch. Für Nidoqueen brauche ich jetzt den Mondstein. Bist du dir sicher? Ich muss zuerst mal rausfinden, wo das scheiß Haus ist. Gut, aber dann könnte ich jetzt mal ein Pipi zeigen und gut ist.
und nächstes Mal dann meinen Mondstein holen für Nidoqueen, das wäre am einfachsten. Aber jetzt muss ich zuerst mal das verdammte Haus finden von der Alten. So, ich gucke jetzt einfach mal, wo ist die? Und im Nordwesten von Saffronia City mit ihren Eltern zusammen. Ist weiblich, aus Kanton, ja. Nordwesten. Das müsste oben links irgendwo sein mal. Es wäre cool, wenn es eine Map gibt, wo das ist. Okay, die hat mein Zimmer nach eingerichtet tatsächlich. In derselben Reihe wie das Pokémon Center. Oh. Dann wird es wahrscheinlich das hier sein. In den Apartments. Ich glaube, du bist nicht die Nachahmerin, oder? Nein, die wird wahrscheinlich oben wohnen. Dankeschön. Ich suche mich immer dumm und dämlich sonst. Dann müsste das hier sein. Vielleicht? Nein, hier ist ein Infi. Ich glaube, ich bin im falschen Haus. Das ist die Pantymos-Trainerin. Ich würde schon gern, aber ich darf wahrscheinlich nicht. Was? Es gibt sogar eine Pokémon-Karte? Was machen die? Du kannst in jedem Zug, ist klar. Mische deine Hand in dein Deck, zähle dann die Anzahl Karten auf der Hand deines Gegners und ziehe so viele Karten. Nice. Als TCG ist die echt gut. Ja, ich suche wirklich gerade, wo die ist. Ich habe jetzt hier die Map offen, halt mit den erst 2, 3 und 4 Gen Sprites, aber ich finde das Haus dann einfach nicht. Da ist ja das Pokémon Center. Gibt es links noch mehr Häuser, die ich betreten kann nach dem Shop? Auch nicht. Es wäre echt nett, so eine verdammte Map zu haben. Saffronia City. Ah, ich bin in der falschen Stadt, ich Idiot. Klar. Ah. Ja, ist okay, ich hab's gecheckt, ich bin in der falschen Stadt. Da kann ich natürlich noch lange suchen. Ja, klar. Gibt's Sinn. So, wo ist denn die jetzt hier? Das müsste aber im Nordwesten sein, also ganz oben halt. Nicht in derselben Reihe anscheinend. Das wäre wahrscheinlich eins. Ja, wobei, vielleicht da. Ja, ich hab's gemerkt mit der Stadt. Ich guck mal kurz oben. Das wird's, glaube ich, sein. Nein. Doch, das ist sie. Ja, und jetzt? Jetzt will die doch irgendwas von mir haben. Muss ich jetzt ein Pipi ins Team nehmen? Welche Bonds bekommt man denn in der Woche? Wie viele Bonds? Gute Frage. Habe ich überhaupt ein Pipi dabei? Oh fuck, wenn ich mein Pipi nicht dabei habe. Doch, ich habe ein Pipi. Hier, guck mal. Ich nehme das jetzt mal ins Team. Und vielleicht muss ich es noch auspacken. Ich packe das sicher jetzt aber auch noch aus, damit es direkt nebenan läuft. So. Ja, hier, guck mal. Mein Pipi. Ja, Delegator, das weiß ich. So. Und jetzt. Da ist jeden Tag ein Mondstein versteckt. Siehst du? Ah, sogar am gleichen Tag schon. Perfekt. Mehr brauche ich doch gar nicht. Was heißt das? Wir kriegen unser Nidoqueen, wenn ich ein Nidoqueen. Ich hoffe, ich habe noch Nidorina. Bitte sag, ich habe noch Nidorina. Nicht Pipi noch nicht. Pixie kommt erst noch.
Ach scheiße, ja, ich brauche mehr als einen Mondstein. Gut, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ich schreibe mir kurz auf, was ich noch nicht bekommen kann aktuell. Ja, dann kann ich auch Pixie machen eigentlich. Dann ist Pixie halt erledigt und Nidoqueen kann ich erst nächstes Mal machen. Das heißt, ich starte mal kurz eine neue Liste. So. Das heißt, ich muss mir noch ein Sandama und ein Nidoqueen machen. Wow, kann ich schreiben. Egal, ich hoffe, ich kann das noch lesen. Damit habe ich Pixie erledigt. Rettern muss ich aus Let's Go halt, aus Go rüberziehen, sobald ich eins finde. Rettern ist eigentlich in den letzten Tagen immer rumgelaufen und ich habe es nie bekommen. Nee, ist mir egal, was du kriegst. Das, hau ab. Und ich habe es einfach verkauft jetzt. Und jetzt, wo ich einen Rettern brauche. So, das nächste ist Nidoqueen. Und jetzt kommt Vulnona. Vulnona müsste mit Feuerstein und einmal Eisstein sein, wenn ich das richtig habe. Das sind beide Steinentwicklungen. Das gucke ich mir kurz an. Ich sollte auch beide Vulpix haben, eigentlich. Feuerstein und Eisstein, jawohl. Tatsächlich ist das so. Eigentlich ist es mir egal, was du mir dafür gibst. Ich vermute mal, du würdest mir kein Mew geben. Nein, ich würde auch kein Mew nehmen jetzt einfach so, weil... Oh, what the fuck. Weil das wäre ein bisschen heavy für, dass es ein One-Off ist und das finde ich dann ein bisschen übertrieben. Nee, keine Ahnung, wirklich nicht. Ich habe eigentlich, die Pokémon kann ich eigentlich alles selber holen jetzt. Also von daher, gute Frage, was ich haben wollen würde. Eigentlich ist es mir egal. Von mir aus kannst du mir ein Hornlew geben dafür dann. Ja, ich hab's. Ah ja, wir müssen noch ein Nugget abholen, fällt mir gerade auf. Das kriege ich auch noch vom Dickdada. Wie lange sind wir schon drin? 52 Minuten? Ja, geht ja noch. Ja, von mir aus Alola Kokowai. Doch, stimmt, da muss ich meine Alola Kokowai nicht mehr gucken. Doch, im Go gibt es aber nur über die speziellen Raids irgendwie. Ich habe meins von da gekriegt und die anderen zwei dann verkauft, die ich, also für Bombers eingetauscht, weil ich nicht mehr an Sens brauche. Aber ja, doch, Alola Kokowai wäre eine gute Idee. Ich muss noch einen Alola Raichu organisieren, aber das weiß ich noch. Hallo, ich würde gerne einmal einen Feuerstein. Und einmal einen Eisstein haben. So, dann ist das erledigt. Stärkungstaste. Ah, ich habe schon... Ah, wieso kaufe ich mir einen Feuerstein? So, Vulnona. Check. So, wenn sich Alola Vulnona entwickelt, hole ich mir ganz kurz was. Yay, ich habe einen Lobop Luna. Jupp, das habe ich mit Sagen und so, ist normal. Und ein Eisstein. Einsetzen. Das wollte ich nicht. So, und jetzt bin ich ganz, ganz kurz weg.
Top, ich habe die Entwicklung nicht bestätigt. So, jetzt haben wir das auch noch geschafft trotzdem, auch wenn ich es vergessen habe. Dann ist das auch erledigt. Alona Bulnona. Check. So, und aus Pummeluff wird Knuddeluff über einen Mondstein, soweit ich weiß auch. Was heißt, das könnte ich halt auch noch nicht machen. Ich gucke aber sicherheitshalber nochmal nach. Nicht, dass ich da komplett falsch bin, was auch schon vorkam halt. Pummeluff, nicht Pummelkarte. Doch, Mondstein. Das heißt, mein Pummeluff kriege ich auch. Mein Knuddeluff. Kriege ich auch erst später, das ist okay. Dann kann ich das mal weglassen. Zack, zack. Sandama kriege ich noch, das kommt dann. Zum Giflor. Ich habe einen Duflor, ich habe einen Blattstein. Also muss es nur noch kurz ins Team. So, und theoretisch müsste ich ja irgendwie 70, 80 Pokémon farmen, dann, wenn ich die Top-Trainer besiegen will. Dann würde ich mit der Grundstufe jeweils anfangen und sie hochpushen mit Leveln und so. Das muss ich dann echt gucken, ob ich mir das antun würde. Ehrlich gesagt. So, Giflor erledigt. Ich kann während dem ganz kurz gucken wegen Parasect, wie das aussieht, ob ich da auch was kriege. Weil währenddem ich das farme, kann ich genauso gut auch Paras entwickeln, je nachdem. Ich krieg's wirklich nur über die Entwicklung. Okay. Das heißt, Paras kommt auch mal auf meine Liste, die ich gerade nicht machen kann. Aber ich kann mein Parasect ins Team, mein Paras ins Team nehmen. Dass das auch erledigt ist. Weil aktuell im Team sollte ich ja Sandan haben und dann ein Paras. So. Dann Diktri. Diktahöhle halt, ja. Aber so eine scheiß kleine Spawn-Rate. Welches Level hat denn das zum Entwickeln? Mein Diktah ist ja Level 26. Auch das würde ich mit Leveln machen. Gut. Dann kriege ich noch ein Diktri auf die Liste. Und Snobelicard kann ich hier drin eh nicht fangen. Das heißt, mein Mauzi. Und ich habe nur ein normales Scheiß Alola Mauzi. Okay, habe ich ein normales Mauzi im Go? Diktri muss ich halt, wenn ich mein Team voll habe, außer Pikachu mit, ich muss leveln, dann würde ich dann durchziehen. Und halt einfach leveln gehen, bis ich durch bin. Ja, ich habe von jedem nur ein Mauzi. Das ist blöde. Das heißt, ich muss mir ein Mauzi organisieren, und zwar ein normales. Jawohl. Und damit Snobelicard auch. Das ist, glaube ich, auch ein Alola, das eine Level Cap hat. Doch Freundschaft, klar. Leck mich doch fett. Ich hasse das System mit Freundschaft. Sami, komm, ist mir egal. Die kriege ich alle noch, so. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, dass Freundschaft eine gute Idee ist für so einen Scheiß, der geht verhauen. So, Enteron brauche ich auch noch. Wie sieht es aus mit Enteron zum Entwickeln? 33, ja gut. Das mache ich mit dem kurz. Pikachu ist der einzige, der Level 59 ist, aber ich nehme trotzdem Pikachu mit, ist mir jetzt egal. So, wir gehen raus zum Farmen. Also ein bisschen leveln kurz. In der Siegesstraße vielleicht. Am einfachsten. Momentan.
Himmelsritt, einmal quer durch. Ich kann ja von der Liga aus in die Siegesstraße rein. Dann machen wir das auch. Eigentlich könnte ich Enthorn in der Azuria-Höhle fangen. Das ist da, wo Arktos, glaube ich, ist. Nein. Das ist da, wo Mewtwo ist. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Okay. Ich nehme aber nicht Pikachu mit, sondern ich nehme... Doch, ich lasse Pikachu auf Level 60 wechseln und dann würde ich ein anderes mitnehmen. Dann so, um das Team ein bisschen gleichmäßig zu leveln noch am Anfang. So. Ja, von mir aus kannst du Angst haben. Ist mir egal. Ja, ich will nicht mit dir spielen. So, und Onix will mich herausfordern, natürlich. Ich vergesse immer, dass ich da nicht kämpfen kann, sondern fangen muss. Nein, was machst du? Ich habe gerade nach oben gezogen, du Arsch. Scheiß Fangsystem immer noch. Ich hoffe wirklich, wenn die Gen 8 rauskommt, dass das dann ein bisschen besser ist. Wobei, der Trailer von Gen 8 sah ja richtig geil aus und das Kampfsystem ist auch wieder drin. Also, vielleicht ist das wirklich nur ein Let's Go-Feature und ich hoffe, das ist wirklich so. Ich kann eigentlich schon mal weiter farmen, theoretisch, wenn ich noch bestimmte Pokémon brauche. Aber ich lasse das jetzt mal. Ich mache aber den Poké-Wiki im Hintergrund wieder auf. Ich könnte aber zum Beispiel meinen Rasaf schon wild fangen, wenn ich will. Wenn ich wollte. Die Pokédex-Einträge von den Tausch-Pokémon habe ich ja schon. Da ich mit einem Kumpel die Pokémon getauscht habe, von daher ist das auch kein Problem. So für Gengar, Machomai, Geowatz. Ich glaube, das sind die drei. Oder? Simsala noch. Die habe ich alle vier schon bekommen. Mein Kumpel genau dasselbe machen wollte und ich habe ihm dabei geholfen. Und habe dafür halt eben den Eintrag bekommen. So. Oh, mein Enthorn. Es kommt langsam, aber es ist unterwegs. Gerock gibt ein bisschen mehr EP, weil es eine entwickelte Form ist, glaube ich. Wenn man es jetzt First Try erwischen würde. Ich habe aber eine Idee. Ich schmeiße mal das Ananabeere an, damit ich mehr Items kriege vielleicht. Ich habe das Gefühl, das lohnt sich schon noch, je nachdem. Wenn es denn drin bleibt. Jawohl. Okay. Jo, genau. Jetzt ist die Frage, wie... Ja, von mir aus lernen du scharf, lass mir nicht scheiße rein. Jetzt ist die Frage wegen dem Freundschaftssystem in Let's Go, wie sich das beeinflussen lässt, außer durch aktiven Kämpfen. Ich guck das mal kurz. Freundschaft? Der Wert ist klar.
Ja, Gen 7 ist was anderes, das hilft mir nichts. Doch. Man kann bewerten lassen im Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Aber man kann es nicht verändern. Das ist Festival Plaza, das ist Gen 7 Sonne Mond. Pokémon-Kampf, Item geben, bringt nichts. FP-Bären, Granatenbären, Setanbären, Quadratbären, das wäre eine Möglichkeit. Die Spa-Insel klappt nicht. Nährstoffe, Protein, Eisen, KP Plus etc. gibt es hier drin, glaube ich, auch nicht. Federn, doch hier drin zu erzählen. Federn, Heilfeder, Kraftgel etc. hilft. In wichtigen Kämpfen, Inselkönigin, Top 4 oder Champ, ist auch wieder was anderes. Und alles, was war denn da unten gerade? Ah, das war das blöde Pikachu-Dings. Ja, das ist jetzt natürlich kacke, weil ich kann nichts machen. Ja, komm, Herr Goldbart, ist mir egal. In Pokémon Gelb gibt es Freundschaftswert. Ach so. Okay, also der Freundschaftswert gab es schon in Gen 1 anscheinend. Boah, ist das mühsam. Also ich müsste es eigentlich wirklich mitschleppen, wenn ich zum Beispiel zu einem Liga-Champ, also zu der Liga gebe und so. Und es aktiv einsetzen. Neue Level geben halt Bonus. Das ist halt klar. Aber das heißt, ich kann das Alola-Mauzi ewig rumschleppen. Es wäre allerdings interessant. Wobei, es gibt kein Rate-Sist, also kein Rating. Weil in Alola kann ich da einfach nach Konikoni City in den Shop gehen, so wie es aussieht. Und danach gucken. Das gibt es ja im Go nicht, aber im Go könnte ich zur die Schwester im Haus des Rivalen, genau, da kann ich nachgucken. Da würde ich nachher kurz hingehen, in dem Fall mal gucken. Der war nice. Ich glaube, ich habe eine bessere Fangmethode gefunden. Nicht von unten nach oben, sondern von oben nach vorne, also nach vorne schießen. Der fliegt viel direkter. Oder er schießt einfach dran vorbei. Aber ich krieg das echt nicht gefunden mit der Scheiß. Ah, ich gebe es auf. Ich würde nachher gerne wissen, was der für einen Status hat und dann kann ich da mal gucken, was ich halt draus mache. Du weißt, wie das mit der Wahrsagerin ist? Ja, wie denn? Ja klar, und jetzt hab ich Pisser.
Ich habe mir noch Bedingungen aufschreiben sollen wegen Leveln und so. Das kann ich ja nebenbei noch machen dann. So, ich würde jetzt gerne mal gucken, worauf mein Mauzi gerade besteht. Oh. Da gibt es anscheinend noch gar kein richtiges Rating-System oder zumindest nicht auf. Nicht auf dem Poke-Wiki. Vielleicht muss ich auf dem Wikia gehen, auf Englisch. Wikia Friendship. Mal gucken. Friendship Pokémon Wiki, Fandom. Ist mir egal, Hauptsache ich habe Infos. Ist mir nicht egal, was ihr wollt. So, hier. Friendship Evolution in die Anime ist was anderes natürlich. Also, du fragst dich was und. Ah, die fragt dich was, man muss beide Fragen bestimmt beantworten, da kommt eine Kombo raus, die dann das Wesen macht. Und alle Pokémon, die man bis 0 fängt, haben das Wesen. Okay, alles klar. Das ist relativ simpel in dem Fall. Hallo. Ja. Guck dir mein tolles Scheiß-Maus hier an. Es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Das ist ziemlich scheiße. Okay, das mit dem Tausch habe ich mir schon fast gedacht, dass es da nicht geht. Naja. Ich brauche keinen Friendship-Checker. Friendship, let's go. So, Friendship, let's go Pikachu, Pokémon Wiki Fandom. Ich muss da die Infos haben. Ich brauche das. Mach die Werbung weg. Okay, der Wiki ist echt für'n Arsch. Vielleicht Bulbapedia, also das Bisa-Fans auf Englisch. Bisa-Fans wäre eine gute Idee gewesen. Stimmt, der Tag-Nacht-Zyklus ist draußen. Das ist ja voll scheiße. EFM bis mit Awakening Values, was AV ist. Das sind die Candies. Friendship, hier ist der Link dazu. Gen 7 in Let's Go. Friendship is factored into all of Pokémon stats. Expect HP at maximum friendship. A Pokémon receive a 10% boosted stat before AVs are added in. The friendship multiplier scales directly with the level of friendship, starting for a 0% boosted from 0 friendship to receive the full 10 at 25. Für Haupt muss man rot und bei. Ach so, so ist das. Okay. Alola Meowth evolved at level 28 regardless of friendship level. Halleluja! Dankeschön! Das ist das, was ich wissen wollte. Level 28, scheiß auf den Freundschaft. Das heißt, ich kann das FIFA hauen, wie ich will, endlich. Das sind Infos, die ich brauche, Jungs. So. Ich lasse mal Bulbapedia lieber auch offen auf der Seite, in dem Fall. In Prismania, okay.
Das heißt, wenn ich das mal mache, ich brauche das sowieso dann fürs Züchten und so. Beziehungsweise, wenn ich ja dann gucken muss, dass ich die Typentrainer besiegen kann, das ist dann wichtig, dass ich das habe dann. Dankeschön. Das Freundschaftssystem hat mich immer gestört. Ich habe das im Diamant-Perl, als ich mit der Freundin zusammen gespielt habe, nochmal, weil sie es vorhin noch nicht gekannt hat, wirklich, habe ich einen Knospi gehabt und wollte das zu Roselia haben. Und ihr Roselia war so schnell draußen und sie hat mega gute Attacken bekommen. Und meine ist so Level 30 mal vielleicht. Und durch das war dann Blättertanz, glaube ich, oder Blütentanz weg. Das muss ich dann mit einer Herzschuppe, irgendwie muss ich zuerst an die Herzschuppe kommen, damit ich das dann rausfinden kann. Das war so kacke. Und ihr, es war einfach immer besser, weil ich dann bestimmte Attacken nicht hatte, weil ich es zu spät hochgelevelt habe. Also zu spät entwickeln konnte. Deswegen bin ich überhaupt kein Fan von diesem scheiß Freundschaftssystem im Allgemeinen. Aber immerhin habe ich jetzt eine Antwort darauf. Ich guck mal nochmal kurz, was da abgeht. Ja, dann red du halt mit mir, Pikachu. Komm, ich schüttle den Controller. Das brauche ich gerade nicht. Ich lege das Blatt mal auf die Seite. Ich fühle die Spannung in der Luft und ist ziemlich eingeschüchtert. Ja, das passiert. Kikli. Oh, wow, Kikli. Nice. Okay, das ist mühsam. Der hüpft die ganze Zeit rum. Das war viel zu weit. Okay, Hauptsache ich habe getroffen. Jetzt mal gucken, ob der auch drin bleibt. Nein, natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe Nocturne genommen. Das wäre natürlich dann das Problem, hier Kikli schon aus dem Weg geräumt. Ich bin den da nur noch kurz am raussuchen, wie ich die entwickeln kann mit den Leveln, damit ich da nicht die ganze Zeit nachgucken muss, dass ich da eine Übersicht habe über die Viecher. Dictri ist Level 26 und ich gucke, dass ich da noch einen Alola-Dicta auftreiben kann, das wäre noch was. So, das müsste ich eigentlich auch hinkriegen, das Vieh habe ich schon mal gehabt. Das kriege ich ja die ganze Zeit aus irgendwelchen Items raus. Von daher, eben Mauzi ist Level 28 anscheinend. Das Nobilikat ist dann egal und... Achso, Moment. Alolas Nobilikat ist Level 28. Die kann ich eh nicht organisieren so. Die muss ich dann so organisieren. Okay. Boah, nein, hör auf, Attacken zu lernen. Ich will einfach nur weiterkommen. Okay, Kikli habe ich doch schon. Okay, dann habe ich das Kikli gewählt vielleicht. Kacke. Ich werde auch das Lavados noch nicht herausfordern, weil ich nach Pokédex Order gehe. Das heißt, Lavados kommt ziemlich am Schluss dann. Obwohl es schon geil ist. Das ist ein Lavados Champ. Wobei, bei den Legendaries werde ich vielleicht auch Wesensoft resetten. Aber, wobei, ich weiß nicht. Wahrscheinlich kann man mit der Wahrsagerin auch die Wesen der Legendaries beeinflussen. Das wäre ziemlich cool. Heißt aber, ich kann nicht alle Legendaries gleichzeitig machen, je nachdem. Wobei die eigentlich alle drei auf den Flug und ihr Typ gehen. Also wären dann wahrscheinlich Special Attacks schon effektiv. Bei Flug hat ja beides, außer man spielt halt Physical Flug, je nach Typ. Aber mit dem Feuer-, Eis- und Donner-Typ dazu ist Special wahrscheinlich effektiver. Und Mewtwo ist dann auch mal eine andere Liga. Das würde ich dann anders machen. Wobei, vielleicht würde ich dann die Werteverteilung soft resetten, wenn sie mir nicht gefällt. Oder halt mit Kronkorken forcen, aber das weiß ich nicht. Das kommt dann ein bisschen drauf an, wie ich Lust und Zeit habe. Aber da ich eigentlich eh kein Legendary-Spieler bin, ist
ich will eigentlich nur haben für den Pokédex jeweils, ist es eigentlich auch scheißegal, wie die rauskommen bei mir. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Der war viel zu stark. Ciao. Ich mach mal einen Rauch an. Ich hab grad Bock auf viele Pokémon. Ein Dog-Parfüm, jawohl, hier, komm. Kommt her! Ich stürze mich jetzt auf alles wie im Pokémon, wenn ich einen Rauch anmache. Also im Go. Wenn das Menü nicht jedes Mal so nervig ist, wenn ich da auf die verfickten Items gehen muss, damit ich da ein Item schmeißen kann. Ich mache schnell Sananabeere mal. Und dann wieder werfen. Und dann passiert wieder so eine Scheiße, weil das Spiel nicht richtig sensorieren. Ich hab noch vorne, du Motherfucker. Hohe scheiß Drecksspiel so. Ich hasse das Fangsystem in diesem scheiß Level. Handheld-Modus ist so viel besser zum Fangen, aber das ist so kacke zum was anderes machen damit. Ja, okay, ich habe Rion. Uhu. Ich hasse den Modus so. Da ist ein Marshock, das brauche ich noch. Ich kann ja gerade schießen, wie ich will, und er zieht mir nach links wie behindert. Geht doch, wenigstens bleibt er drin. Jawohl, wir haben unser Enteron. Enteron. Das ist hier unten. Check. So, das nächste, das ich dann probieren würde, wäre... Moment mal. Sandama kriege ich noch. Nidoqueen kriege ich morgen oder übermorgen. Ich werde mir morgen und übermorgen einfach die Mondsteine holen, das nächste Mal dann wieder entwickeln. Snobilikat habe ich drin. Enteron ist erledigt. Und das heißt, das nächste, dass ich. Fuck you, schieß gerade. Ist halt so. Wer auch immer sich so ein System überlegt hat, ernsthaft. Der hat das nie selber probiert. Nö, ich habe keinen Online-Modus. Das ist ja der, der wieder kostet, damit ich bei Mario Tennis den Charakter einen Monat früher kriege. Darauf hatte ich ehrlich gesagt nicht so Lust gehabt. Ich kann gerne einen Monat drauf warten. Und ansonsten brauche ich den Online-Modus nicht. Muss man online haben, um zu tauschen? Ist das jetzt neu? Ja, dann habe ich es nicht. Habe ich
Mankey dabei. Natürlich habe ich auch keinen Mankey dabei. Ja, die 7 Testtage, die ich dann bräuchte, wenn ich es testen will. Also wenn ich es allgemein... Habe ich es schon wieder? Ich habe wieder eins eingesetzt. Oder? Ich muss gucken wegen diesem... Vielleicht... Ja, ich habe es eingesetzt. Scheiße. Das eben, ich finde das so mühsam mit diesen ganzen Online-Bezahl-Dingen jetzt. Auch ich habe mir PS Plus auch nicht mehr gemacht jetzt. Okay, ich krieg im Pikachu, krieg ich meinen Mankey wenigstens. Krieg ich auch meinen Rassaf. Ein Mankey müsste ich ja haben. Ne, nur durch Entwicklung. Das heißt, ich muss meinen Mankey holen. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist klar, die fehlen noch. Das ist eine gute Übersicht. Ich weiß, was fehlt. Mankey hatte ich wirklich schon. Gut. Und zwar mit Level 28. Und Mankey kriege ich in Route 3 und 4, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. 3 und 4, jawohl. Guck mal kurz, was sich mehr lohnt zum Holen, wegen der Prozentchance. Let's go. Mankey hat hier eine 20%ige Chance in Route 4. Achso, die sind ja gleich nebeneinander. Ja gut, dann kann ich das mal machen. Und gehen wir mal zu Route 3 gucken, wie viel Chance da hat. Wahrscheinlich auch 20. Pokémon im Let's Go. Mankey 20. Ja, also ist egal, wo ich es hole. Es wird auf jeden Fall Level 3 bis 8 haben um das rum. Und ich kann es rausholen. Mit 20 ist eine gute Chance, das war, und ich glaube, ich habe wirklich meinen Lockparfüm aktiv. Nein, nicht da unten. Ich habe mein Lockparfüm, glaube ich, aktiv. Somit taucht es eh viel schneller auf. Jetzt nicht mehr. Gut. Oh, das ist ein Radfratz. Da ist ein Taubsi gewesen. Normaler Käfersammler. Hier unten hat man ihn aus der anderen bekommen. In den alten. Und da oben ist Route 4 dann. Und hier gibt es ja auch ein Graspatch, dachte ich, irgendwo. Oder nicht? Da ist auf jeden Fall der Nidoran-Trainer. Haben die da nicht auch ein Graspatch hingemacht? Oder ist das nach der Höhle dann der Route 4 Graspatch dafür? Na gut, bleibe ich halt hier und warte auf meinen Mankey. Ja, kommt bei mir aus. Ich schmeiß meine Sananabeere hin noch für den. Und benutze sicher keine Hyperbälle mehr. Hier friss. Und du kriegst Premierball-Action. Voll in die Fresse. So. Oh. Ja, ist ja gut. Ich gebe mir mehr Mühe. So. So, jetzt geht's auch. Ich finde es gut, dass Twitch das nicht getrennt hat, das Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli, dass die zusammengehören. Levelmäßig bringt es einen Feuchten hier. Ich brauche meinen Mankey halt. Ich könnte eigentlich, ich glaube, ich mache mal weiter. Ich gucke mal direkt im Pokédex, was noch ansteht, womit ich das... wobei, wenn ich meinen Mankey habe, brauche ich den Platz von Enteron wieder. Da ist Habitat Nummer 2. Da ist wieder das gleiche Habitat.
Ich muss jetzt nicht extra ein Lockparfüm anmachen für fucking Mankey, oder? Da ist er. Guck mal. Fluchen hilft. So, mein Kleiner. Hier, friss mal eine Himbeere. Gut, Mankey ist erledigt. Dann kommt das ins Team und dann muss ich wieder weiter leveln halt. Weil Rassef kriege ich ja wirklich nirgends. Ah, klar, ich kann ja... Ah, ja, jetzt da ich Pikachu ja nicht mitnehmen kann wegen dem Fangsystem, kann ich ja wirklich noch ein sechstes fangen, ich Idiot. Aber ich muss jetzt endlich mal das hinkriegen. So, ich brauche als nächstes nach Rassaf. Ich glaube, ich habe auch keine Alola übersprungen. Brauche ich einen Quapu. Ich habe aber einen Quapuzzi und einen Wasserstein dabei. Das wäre eine schnelle Sache. Okay, das heißt, ich nehme jetzt mal ganz kurz mein Mankey ins Team, dass ich das machen kann. Und nehme wirklich noch Quapuzzi ins Team. Und gebe dem Level 46, nice. Und gebe dem den Wasserstein. Somit ist Quapo auch schon erledigt, bevor es überhaupt angefangen hat. Danke, Stift. So. Und dann muss ich gleich gucken, was als nächstes noch ansteht. Mir egal, ich mache wirklich noch gar nichts mit Angriffen, weil ich werde die eh alle später noch rausschmeißen wieder. So, und der Pokédex. Ich hoffe, ich überspringe gerade keine Alola-Formen. Ansonsten gerne nachhelfen. Alola Raichu weiß ich, Alola Sandama ist erledigt, Alola Vulpix Vulnona ist erledigt, Knuddeluff ist auch dran, ist erledigt, ist gemacht. Die kriege ich noch, habe ich notiert. Rassaf kommt, Knofenser kommt als nächstes. Wie ist da die Ulti? Ich weiß, Knofenser entwickelt sich über ein Level und dann über einen Blattstein, aber ich weiß nicht mehr welches. Und Knofenser müsste ich noch eins haben, aber... Level 21, okay. Also Ultrigaria Level 21, Satzenia... Mit Blattstein. Ich habe mein Satzenia, das ich mir gemacht habe. Das war eines meiner ersten Pokémon, das ich gezüchtet habe, so just for fun, um mal auszuprobieren. Das habe ich Sarazar genannt. Und dann später habe ich mir irgendwann einen Groink gemacht, das ich dann Gronk genannt habe, weil ich es einfach konnte. Einfach nur, weil ich es halt wirklich lustig fand. Irgendwie. Und wir sind keine besseren Spitznamen einfangen. Ich habe meinen Ursaring auch mal Ursularing genannt und ich möchte jetzt aber irgendwie gucken, dass ich das auf Tippers rumkriege wegen League of Legends. So, die verschiedenen Spitznamen ein bisschen anders. So. Dann haben wir das ja erst nächstes schon wieder. Dann weiß ich ja, was ich morgen tun kann. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die nächste Zeit nochmal live gehen kann, weil Ferien und so und viel unterwegs dann. Kann sein, dass da eine längere Pause dazwischen kommt. Ich würde dann einfach privat ein bisschen weiterspielen. Leveln, aber nichts mit... Vielleicht farme ich auch ein, zwei Pokémon mal zusammen. Aber ich würde meinen Pokédex nicht weitermachen. Ich würde dann anfangen mal ein Bisasam-Farming oder sowas, weil die sind ja mühsam, weil die so selten vorkommen. Das wäre dann was anderes halt, dass ich da von Grund auf ein bisschen mehr farme. So, und jetzt muss ich wieder auf den Hyperball wechseln. Hier, frisst eine Sananabeere.
Jawohl, sogar richtig getimed. Und er flüchtet trotzdem. Geht doch, yeah. Jo, die explodieren ja richtig da hinten. Gut, Rassaf wird ein bisschen mühsam, aber der Level 28, wie Alola Mauzi ja auch. Knofenser geht mit Level 21 dann direkt. Paras habe ich auch bald, Level 24. Dick, der braucht noch 5 Level und San dann noch 4. Also das ist alles machbar. Autsch. Das war mein Handgelenk. Oh, ich hasse diese nicht skippbaren Textfelder. Ja, sie haben Level-Ups. Ich bin ja ganz stolz auf die Gratulation. So. Wird aber heißen, dass ich danach irgendwie alle Pokémon voll gebufft habe. Dann brauche ich gar nichts mehr mit Farmen und so. Das wäre natürlich schon cool. Dann kann ich jedes Mal ein Team zusammenstellen, wie ich will. Das wäre schon irgendwie cool. Aber dann müssen halt eben auch die Legendaries, wobei ich bin wirklich... Ich weiß nicht, irgendwie fände ich es cool, wenn ich schon alles legit habe, dass ich dann auch die Legendaries anpasse, aber irgendwie bin ich einfach wirklich der Meinung, auch im PvP, dass ich keine Legendaries spielen werde. Und das Buff Pikachu finde ich auch ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, da weiß ich auch nicht. Das eine Relaxo habe ich mir noch aufgehoben, damit ich das wirklich farmen kann auf Wesen und... Werteverteilung. Das möchte ich machen. Die One-Off-Pokémons möchte ich wirklich so machen. Jetzt ist Level 9 erreicht, ich hab's gecheckt, danke, geht's weiter. Ich bin mir noch echt unsicher, deswegen, ich muss es noch angucken. Okay, das sind zwei. Ich wollte gerade gucken, ob hier unten der Schiebeblock ist, aber ich glaube, der ist oben. Ja. Mach mal ganz kurz was hier hinten. Zielen und los. So. Wie ging das nochmal? Hier drauf und jawohl. Okay, meine Elgato hängt sich schon wieder auf. Perfekt macht sie das. So, kommt mal was zusammen. Langsam kommt's wirklich, das ist gut. Und jetzt noch kurz das Gyrock, dann ist gut. Dann habe ich erledigt. Jetzt habe ich mir aus Versehen das Mikrofon abgedreht, sorry. Ich habe so keinen Bock mehr auf das Fangsystem. Ich bin froh, wenn ich wieder privat farmen kann, aber naja. Gehört auch dazu, glaube ich. Das machen die doch extra, nur um Leute zu triggern, haben sie so einen Scheiß eingebaut wie hier fahren wir. Nein. Weißt du, wenn man wenigstens sagen, wie beim Handheld, ich drücke R und L, um zu fangen oder so. Und bewege mich halt mit der Steuer. Von mir aus kann das Ding auch Motion aufnehmen, so ich bewege mich so, um den Radius zu verändern. Aber dann sollte man sehen, wo man hingeht und so, ne?
Das ist dann blöde. Das wäre nochmal ein Georg gewesen. Den habe ich gemeint hier. Aber ich muss ja eh einfach irgendwo farmen halt. Am besten wäre wirklich Onyx oder Georg, weil die sind... Ja, zeig mir, wie Angst du hast. Jedes Mal, wenn wir hier drin sind, Pikachu. Dankeschön. Weil die geben halt schön viele EP, habe ich das Gefühl. Mashok geht auch noch. Halt die Evolution. Im Allgemeinen. Oh, dann Rizeros. Jawohl, Rizeros ist natürlich auch cool. Das war viel zu weit. First try. Das gibt, glaube ich, einen Bonus sogar. Gibt's nicht. Gegnerfenster kriegt mega schnell Level. Das ist gut. Ich sehe gerade ein Problem wegen Knofenser und solchen Rätern und so, die ich in dieser Edition nicht kriegen kann. Da müsste ich eigentlich eine Evoli-Version nehmen und die farmen. Vielleicht mache ich das dann tatsächlich und tausche mir die dann rüber. Ich überlege mir das noch. Weil auch die müsste ich eigentlich machen, um die Meistertitel alle zu bekommen. Und halt so der Vollständigkeit halber. Finde ich das eigentlich auch nötig und machbar. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Aber ich muss gucken. Ich muss sehr vieles gucken, merke ich. Hier spawnt nix. Oh, wir haben gerade beide, ist okay. Okay. Ich weiß auch nicht, jetzt ehrlich gesagt, wegen dem Chainen. Es gibt jetzt eben die Möglichkeit zu chainen, um die Shiny-Chance und AP-Chance. AP ist ja das an, mit Bonbons zu fressen. Das wäre dann die IV. AV wären das gewesen. Auf jeden Fall die. Ob ich die, wenn ich Machomite chainen möchte zum Beispiel, also auf Macholo dann gehe, ob ich Macholo und Mashok chainen kann oder ob die zwei unterschiedliche Chains geben. Aber ich sehe das jetzt dann gleich, weil wenn ich einen Mashok fange und da steht Fang Kette 2 oder so, dann weiß ich, dass es geht. Ei und Alola werde ich nicht machen. Dann in dieser Runde. Weil Bonbons und so brauchen sie ja die gleichen, die Macholo-Bonbons. Aber die Änderung kann wirklich sein, weil es zwei unterschiedliche Pokémon sind, dass es nicht eine Fangkette, also keine Chain aufbaut. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß nicht mal, wie es hier drin auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Stirb in deinem fuck hohen Hyperball. Hurenball, würde ich sagen. Ist nicht sehr ganz das gleiche. Sondern jetzt mal gucken. Die Level kommen langsam zusammen, das ist schon mal etwas. Das ist der einzige Vorteil, ich kann nicht nur 5, sondern 6 Pokémon gleichzeitig mitziehen, aber... Nein, es gibt keinen Chain. Ich muss wirklich dasselbe Pokémon nehmen, dieselbe Pokédex-Nummer und keine Evolutionsreihe. Das ist schon okay. Man muss es einfach wissen. Fuck. Ich habe es auch schon geschafft, die Viecher im Sprung zu fangen, so dann. Also es geht ganz gut. Wenn sie dann drin bleiben.
und ich nicht daneben schieße, weil ich geradeaus schieße. Dankeschön. Und ich werde mir, ehrlich gesagt, den Kampf mit Mute, glaube ich, gar nicht geben, sondern den Meisterball benutzen. Aber ich probiere es zuerst ohne. Dass wir dann richtig billig den Meisterball auf einen Radfratz oder so werfen können, weil wir es können. Und dann würde ich, wenn ich mein Radikal spiele, einfach so ein Radikal aus einem Meisterball rauskommen. Jedes Mal, wenn ich PvP spiele oder so, das wäre voll behindert, aber mega lustig. Das wäre sogar eine Überlegung wert, theoretisch. Aber ich muss zuerst gucken, ob ich Mewtwo kriege, so. Das ist wichtig. Weil wenn ich jetzt meinen Meisterball an Radfratz waste, dann kriege ich meinen Mewtwo deswegen nicht, das wäre kacke. So, wie sieht das eigentlich leveltechnisch aus? Knofenser ist gleich so weit, dass es zu einem Ultrigarier wird. Fast. Bei Mankey fehlen noch 13 Level. Mauzi fehlt auch noch ein Level, das wird fast gleichzeitig wie Sarzenia fertig, also Knofenser. Sandama auch. Dicta braucht noch ein 3 Level und Paras 3 Level. Okay. Also wir kriegen dann gleich 3-4 Pokémon aufs Mal ziemlich schnell. Und dann haben wir gucken, was wir weiterhin brauchen. Perfekt. Der wollte gerade springen. Ich habe es genau gesehen. Na, springt er tatsächlich noch. Zwar mehr als ein. Hör auf mit deinen Drecksanimationen. Und hör auf, nicht daneben zu schießen. Bitte. Dankeschön. Der macht zu viel. Und jetzt schieße ich wieder mal 10 Meter daneben, wenn ich gerade schieße. Fuck you, ernsthaft. Das Fangsystem ist so bescheuert. Ich hoffe, das zählt mit dem Meisterball nicht, dass ich dann daneben schießen kann. Das gibt echt einen Ragequit von mir, glaube ich. Wenn ich so schieße und der Meisterball fliegt 10 Meter daneben, dann gibt es, glaube ich, einen Ragequit. So, jetzt haben 5 Pokémon Level Up und wenn ich das richtig sehe, entwickeln sich jetzt 3. Und Knofenser kann sich dann direkt nochmal entwickeln, somit wäre das erledigt. Und ich zähle das mal schön brav alles mit, natürlich. Okay, das erste Knofenser, also ist Ultrigaria erledigt. Check. Ich werde das dann am Schluss nochmal überprüfen mit denen, die ich jetzt hier stehen habe, die nicht abgecheckt sind. Einfach damit wir da keine Fehler machen. Es wäre schon cool, wenn ich da die Übersicht behalten würde. Alola Mauzi entwickelt sich zu Alolas Nobilikat, das ist erledigt. Dann brauche ich halt noch ein normales Mauzi dafür. Das ist okay. Ah, Alola Raichu fehlt mir auch noch, aber das kann ich ja irgendwo eintauschen, habe ich gehört. Beziehungsweise ich gucke das ganz kurz gerade. Dass wir das auch noch uptraden können dann direkt. Ich muss gucken wegen den Alula-Versionen allgemein. Dass ich die noch kurz organisiere gleich. Eben nicht, dass ich da einen übersehe. Das wäre schade. Und Sandama Standard ist erledigt. So. In Safronia City der Tausch im Let's Go. Da. Im Pokémon Center. Gut, das ist erledigt.
Und das ist mein gefangenes Pokémon. Alles klar. X-Bar kann ich auch noch nicht machen. Das wäre cool. X-Bar hier drin wäre echt cool gewesen. Aber X-Bar kam ja erst später. Gut, ich muss kurz nach Safronia City. Und ich muss echt gucken, dass ich keine Alolas übersehe. Ich hoffe, ich übersehe echt keine Alola-Pokémon. Nein, hier geblieben. Alola-Form. Ah ja, Radfahrtsradikal gibt's auch. Da muss ich kurz gucken, ob ich die habe. Ups. Stimmt, da war ja was. Ups. Die vergesse ich sehr gerne. Und aus dem Grund. Da war ja was. Zeig mal. Ah, der zeigt mir nur männlich-weiblich an. Scheiße, ich brauche echt einen Alola-Radfahrts. Gut, dann darf ich das auch noch aufschreiben. Mein Alola-Radfratz brauche ich. Alola-Radfratz. Jetzt, wo wir in Safronia sind, im Poké-Center drin, kann ich entwickeln. Kann ich tauschen? Mit dir? Nein. Mit dir? Nein. Dann mit dir. Ja. Perfekt. Ciao. Das ist verdammt süßes Pokémon. Aber ich finde es wirklich mega süßes Vieh. So. Ja, das ist perfekt, dankeschön. So, jetzt ist natürlich die Frage, kann ich Alola Radfratz auch irgendwie erhalten mit Tausch? Und Alola Dicta vielleicht, das muss ich mal gucken. In Azuria City gegen einen Radfratz. Dazu müsste ich jetzt... Doch, ich habe einen Radfratz. Okay. Stimmt, die kann man, glaube ich, alle irgendwie eintauschen. In Azuria City und die Entwicklung findet statt... Weiß ich nicht. Auf Level 20, oder? Auch an der Alola-Form? Level 20 Nacht. Ja gut, die Nachtfaktoren fallen ja weg hier. Das war das falsche Menü. Jetzt muss ich nur noch kurz finden, wo ich... Ja, du kannst mit Rüdiger spielen, wann immer du willst. Das ist Rot-Blau, Silber-Gold, Feuerrot, Hard-Gold. Let's go. Azuria müsste gerade oben dran sein. Nein, nicht Route 5, hier Azuria. Pokémon! Im Pokémon Center. Wiederholbar für jedes Radfratz. Mir reicht eins. Du? Nein. Okay, jetzt fängt wieder das an mit raussuchen. Ah ja, hier, guck mal. Nehm. Dann brauche ich mein Alola-Radfratz nicht länger behalten.
Perfekt, Dankeschön. Das heißt, ich brauche jetzt mal kurz. Stimmt, du musst ja auch noch zum Sarzenia werden. Boah, jetzt wird es langsam ein bisschen unübersichtlich für mich gerade. Alles okay. Ich mache mal Sarzenia. Schreibe mir dafür unten noch Alola Radfratz, also Radikal auf. Das Friendship kann ich eigentlich zumachen. Ich brauche jetzt eher noch das Radikal. Ich vermute jetzt einfach mal, das wird sich immer entwickeln, weil es keinen Tag-Nacht-Rhythmus gibt mit Level 20. Gut, wir räumen unser Team auf wieder. Alle, die sich voll entwickelt haben, schmeiße ich mal kurz raus. Ich will sortieren. Mit X ist immer sortieren gewesen. So, du bist voll, weg. Du bist voll, bitte weg. Du bist entwickelt, auch weg. So. Als nächstes brauche ich im Team Alola Radfratz. Das ist hier oben. Mitkommen. Bitteschön, Dankeschön. Gut, dann ist das dabei. Ich notiere mir jetzt einfach mal Level 20. Ich hoffe, das stimmt dann auch. Wäre noch cool. Dann habe ich die vier, die noch 12 Level, 2 Level und 3 Level und 8 Level brauchen. Das geht relativ schnell hoffentlich. Und das war das falsche Menü. Ich will immer, ich bin so gewohnt, auch oben ist der Pokédex. Das ist so mühsam. Ich weiß nicht, an das Menü hier kann ich mich einfach nicht wirklich gewöhnen, das nervt. Alola Dicta ist ja klar, dass ich das organisieren muss. Das habe ich mir auch notiert schon. Dann geht's hier weiter. Alola Kleinstein muss ich mir auch noch organisieren. Wobei auch das wird 100 Pro hier drüben gehen. Ich gucke jetzt nämlich gerade mal kurz, weil das ist ja erledigt. Alola Radfratz muss ich nicht haben. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob ich einen Alola Dick da einfach so erkriegen kann. Weil eigentlich müssten alle Alolas eintauschbar sein, soweit ich weiß. In Lavandia, siehst du? Das wäre jetzt das nächste, was ich machen würde, schnell nochmal einen Dickter fangen dann. Ein zweites, das ich nämlich noch nicht gelevelt. Oder habe ich nur eins? Ich glaube, ich habe nämlich nur eins dabei. Ja, ich habe nur eins. Dann würde ich das ganz kurz machen, gehen in der Dickterhöhle. Wir sind hier direkt schon fast drüber. Nur eine Stadt weiter unten halt. Das ist ein Lied. So. Mhm. Nach Orania City. Dann muss ich kurz wissen, wie sich das mit dem Level entwickelt. Level 26. Und dann brauche ich auch keinen Diktar mehr organisieren. Dann brauche ich nur noch die normalen Viecher. Halt, da hinten ist ein Porenta-Trainer. Nein, das war eins zu früh. Doch, jetzt geht's wieder. Okay, hab mir gerade nicht sauber hochgezogen irgendwie. So, ich brauche kurz einen Dicta. Wäre natürlich cool, wenn auch ein Dicta gleich spawnt, aber ich werde es nicht drauf hoffen. So, ich will nur kurz das Dicta haben und gutes. Und zwar ohne, dass es zu teuer wird mit Hyperbällen, weil ich daneben schieße.
Gut, das ist erledigt. Kurz notieren. Gut, dann gehen wir den jetzt gleich eintauschen. Und zwar, welcher von beiden hat ein höheres Level? Ganz klar, den ich schon habe. Wäre der andere höher gewesen, hätte ich meinen ersten ausgetauscht, aber so behalte ich den. So, und das war jetzt in Lavandia City im Pokémon Center. Boah, wie viel man hier machen muss. Ich meine, ich bin jetzt seit 2 Stunden dran und ich bin fangs beim Pokédex-Eintrag von Digda, also der Nummer 50, also ein Drittel fangs. Und das sind ja immer die Anfangs-Pokémon, die sind ja einfacher zum Kriegen noch. Boah. Also es klappt schon, das krieg ich schon hin. So, wer von euch? Du? Dann du. So, viel Spaß. Gut, dann kriege ich meine Alola Dictry langsam noch hin. Dann ist das auch okay. Also bis jetzt brauche ich nur noch Rattan und Mauzi aus dem Pokémon Go zu holen, weil ich die bei mir nicht kriege. Oder nicht, dass ich jetzt was Falsches mache, aber Mauzi ist ziemlich sicher ein Event, also ein Exklusiv. Ja, genau. Nicht, dass ich das jetzt falsch mache. So, was hat denn der für ein Level? 25, perfekt. Perfekt. Dann gehen wir weiter in den Pokédex und gucken nach Digda, was da noch kommt. Ja, nicht nach Digda. Wir sind ja schon hier unten. Nach Kleinstein, genau, wir waren nach Alola Kleinstein und gucken. Boah, da müsste ich dann wirklich nochmal tauschen, weil das Alola Geowatz brauche ich dann auch wieder. Das ist 25 und tauscht, das ist klar. Ich schreibe mir das kurz auf, das ist ein A-Georock mit Level 25 und A-Geowatz mit tauschen. Ich gucke dann, ob ich das hier mache. So, wie kriege ich das in Orania City gegen ein normales Kleinstein? Das heißt, ich muss ganz kurz einen Kleinstein in irgendeiner Höhle farmen. Oder ich habe ja 20.000 sicher gefangen, John. Moment. Nein, das war das richtige Menü. Dann hätte ich einen Alola-Kleinstein auch noch zum Leveln und somit hätte ich wieder mehr als genug Platz. Ja, ich hab einen Alola-Kleinstein. Lol, okay. Ja gut, dann war das ganz umsonst. Lol. Seit wann habe ich einen Kleinstein? Bin ich der OT von dem? Ich glaube nicht. Stimmt, das kam aus Pokémon Let's Go. Jo, dann ist alles klar. Aus Pokémon Go kommt das nicht, Let's Go. Gut, das heißt, ich habe mein 6er Team wieder voll. Und wir gehen wieder leveln. Yay. Aber wir kommen vorwärts. Es ist zwar ein bisschen mühsam, aber wir kommen vorwärts. Ich beende mal ganz kurz die Aufnahme für YouTube. Es kommt dann noch eine zweite Folge für Best of in diesem Stream. Das ist dasselbe Stream nochmal. Aber ja, dann bis zum nächsten Mal. Das war vielleicht ein bisschen zu früh weggeschnitten, aber das ist okay. So, dann kurz auf 02 ändern. Und loslegen wieder. So, also, wir sind weiterhin noch in diesem im selben Livestream, wie gesagt, ein bisschen am Leveln, Farmen und weiterhin den Pokédex füllen. Und das Ganze wird natürlich ganz schön kurz gehalten für euch, damit es nicht ein zweistündiges Video wird. Beziehungsweise 3,5 bis 4 Stunden für den Gesamtcut. Weil das wäre dann doch ein bisschen viel, für dass man es nicht live guckt.
Außer man will, dann kann man natürlich, das war der falsche Pokéball. Das war zu schwach, verdammt. Headshot, boom. Der war wunderschön. Der wird eh nicht zählen. Doch, wow. Hätte ich nicht erwartet. Ich rieche eine Entwicklung. Nein. Stimmt, 24, nicht 22. Ich ignoriere Pikachu jetzt mal. Ist eh jedes Mal dasselbe in dieser Höhle drin. Ey, ich habe ja... Okay, ich habe seine Faust getroffen, glaube ich. Okay, dann eben nicht. Aber ich finde es gut, dass wir das so auf ein Minimum reduzieren können, was ich aus dem Let's Go noch, aus dem Go noch holen muss. Momentan. Wobei, wie gesagt, dann Pinsir zum Beispiel weiß ich, dass ich auch noch rüberziehen muss und kann. Das habe ich mir auf die Seite gelegt. Ich gucke jetzt mal kurz, ob gerade zufällig ein Rettern oder ein Mauzi rum ist. Dann könnte ich das auch gerade erledigen. Wäre jetzt gar cool vielleicht, aber... Ich habe einen Schilderus in meiner Nähe. Das habe ich noch nicht. Scheiße. Das ist zu weit weg für mich. Da ist ein Pantymos und ein Plusel. Ein Seemops. Und sonst nichts. Schade. Oh, ein Maschok. Hätte ja sein können, dass da gerade was spawnt, das ich brauche. Das wäre jetzt wirklich gerade Zufall gewesen. Dann lassen wir das eben sein. Boom. Es kommt langsam. Wir haben Level 26 mit Dicta. Das müssten Alola Dictri geben jetzt. Nein, du kannst keinen Tiefschlag, du hast weder Hände noch Füße. Nein, du darfst keinen Blutsauger lernen, ich will einfach schnell durchkommen. Nein, du darfst keinen Superzahn lernen, bitte nicht. Jetzt bist du noch Level 17. Yay. Nein, darfst du... Verdammt, jetzt habe ich ja gedrückt. Dann schmeiße ich, ich hätte Finale rauswerfen können. Aber ist eigentlich scheißegal, wie gesagt. Und Alola Dicta entwickelt sich zu Alola Dictri. Dann kann ich das auch abhaken. Wir kommen vorwärts, das finde ich super. Ich mache mir auf nächstes Mal wirklich eine Liste mit was ich noch brauche, alles, damit ich die Stück für Stück abarbeiten kann, ohne dass ich jedes Mal im Pokédex gucken muss, glaube ich. Wobei eigentlich ist ja kein Riesenaufwand, das ist ja eh nicht so ein Voll-Series-Stream und so. So, also als nächstes, ich habe jetzt meine Alola Dictri, ich bin an Geowatz dran. Was kommt nach dem Georock, Geowatz, was auch immer. Phlegmon. Krieg ich Phlegmon in Pokémon Pikachu? Wir gucken nach. Nicht Fear? Was ist Fear? Okay. Ah, Fokus-Code-Notsituation, Ruckzuck, Hibrat-Fratz.
voll gemein. Wir waren bei Fleckmann. Es hat mir gerade vorgeschlagen mit F, deswegen wollte ich kurz gucken. Beide auf den Seeschauminseln. Oh, wir dürfen die Seeschauminseln. Da war ich noch gar nicht mit dem bis jetzt. Im Erdgeschoss. Das, warte mal, das ist das alte Spiel, das ist falsch. Feuerrot. Gold. Let's go. Fleckmon auf allen Ebenen und Lamos auch direkt mit einer kleinen Spawnrate. Yo, ich würde sagen, wir können da eigentlich auch direkt trainieren gehen und in der Hoffnung, dass ich dann Lamos treffen kann. Lamos hat im vierten Untergeschoss, oh, da muss ich gucken, was das vierte Untergeschoss ist, wirklich. Er hat eine Spawnrate von 10%, ansonsten eine 5%ige Chance. Wow, nein, falsch. Okay. Ah, im Hardgold wegen der Arena. Ja, das habe ich gesehen. Ja, okay, dann halt. Nehme ich den noch mit, da gibt AP. Wow. Ah, das vierte Untergeschoss ist dort, wo ich Arktos finde, wirklich. Ich hau ab. Ist mir zu. Nein, ist mir zu blöde. Nein, ich hilfe. Ich weiß, wie man Pokebälle wirft. Ja, von mir aus komm. Onix ist seltener. Headshot! Das Einzige, was ich geil finde mit den Animationen und so, ist halt, dass die Pokebälle und so auf die Bewegungen des Pokémon reagieren überhaupt. Das finde ich recht gut gemacht. Aber ansonsten ist es halt wie immer ein bisschen nervtötend. Aber naja. Top. Ich habe ein Onix mehr, als ich brauche. Wuhu. So, und raus. Schnell weg. Mal kurz in Pokédex rein wieder jetzt, wo ich... Ah, ich muss ja Fleckmon, ohne Diskussion. Das heißt, ich räume mal kurz dich aus dem Team raus, weil ich dich nicht mehr... Nein, okay, wie läuft er mir nach? Ich will das sehen. Wow, voll fancy. Ciao. Ich sollte mal aufräumen hier drin. Mein Standard-Team möchte ich halt wirklich behalten. Das ist das Einzige, was ich nicht wegwerfen werde. Gut, dann gehen wir jetzt das 5er-Team kurz zu den Seeschauminseln. Da komme ich am besten von der Zinnoberinsel hin. Und ich muss mal ganz kurz auf Klo. Jetzt wird es langsam Zeit, nach 2,5 Stunden. Also ich melde mich dann gleich wieder. Ja, sogar den richtigen erwischt. Also bis gleich.
So, da bin ich wieder. Machen wir das wieder rein. Ich muss mein Glurak ins Team nehmen, weil ich habe keinen Bock, übers Wasser zu surfen. Doch, das war richtig. Komm ins Team. Kein Bock, hier drüber zu surfen. Geht viel schneller. Zumal ich immer noch nicht rausgefunden habe, wie ich auf Turtok surfen kann, zum Beispiel. Ich vergesse immer, dass A nicht absteigen ist. Ah! Zurück in den Pokéball. Und abstürzen. Gut, und hier drin soll sich jetzt Fleckmon befinden. Das finde ich eigentlich ganz schnieke, aber wir müssen ihn zuerst finden. Da ist noch ein Item, das können wir ja schon mal mitnehmen. Ja gut. Komm. On. Geht doch. Ich glaube, die Trainer werde ich auch schon besiegen können. Eigentlich. Aber ich habe jetzt keinen Bock, mein Team rauszuräumen. Also lassen wir die noch liegen. Mache ich dann später vielleicht mal so. So, und jetzt kann ich meinen Glurak dann gleich auswechseln gegen Fleckmon. Aber Fleckmon entwickelt sich ja nicht einfach so. Fleckmon braucht ja ein Item, oder nicht? Nee, Lamos ist Level 37, stimmt. Lashoking ist Kingstein. Da war ja was. Was für ein Level hat denn mein Fleckmon jetzt? 39, okay. Also, dem Team hinzufügen. Boah, zum Glück habe ich schon Janeira, weil ich wüsste nicht, wie ich das kriegen soll. Da ist noch ein Item. Und ich renn weg. Wirklich mal, ich bin weg. Wir gehen kurz wieder in die Höhle. Ja, hi Pikachu. Ist ja schon süß, ich muss sagen. Ich muss sagen, ich wünschte mir immer noch ein Meisterdetektiv Pikachu Switchport. Der fehlt mir immer noch. Es kam auf dem 3DS raus und das war ganz toll und way, aber es fehlt mir einfach ein Switchport dafür. Nicht primär, weil ich es Let's Playen will oder so, was ich wahrscheinlich würde, weil ich es immer noch nicht durchgespielt habe, so kann ich mich zwingen, das durchzuspielen. Aber ich finde, auf der Switch hat das Spiel so viel mehr Potenzial, wahrscheinlich grafisch und soundtechnisch und alles. Weil ich sehe richtig, wie ich dann halt, wenn ich Kinder hätte jetzt, ich habe ja keine Kinder oder so, aber sagen wir jetzt mal, ich hätte Kinder, dass ich dann wirklich vom Fernseher hocke und mit denen zusammen dann zu zweit oder zu dritt halt da hocke und Meisterdetektiv Pikachu spiele und die Rätsel probiere zu lösen und so. Weil die Rätsel sind jetzt für mich nicht schwer. Aber wenn ich die dann just for fun zusammen mit meinem Kind spielen könnte oder so, das wäre dann schon recht lustig, denke ich mal. Und vom 3DS ist es halt recht schwierig, weil es so ein kleiner Screen ist und man kann halt nicht wirklich vor dem Fernseher hocken. Das könnte man auf dem Switch-Port viel besser machen. Also ich habe mir da fast schon, vor allem es kam ja raus, nachdem die Switch draußen war, soweit ich weiß. Das wäre ein super Switch-Port gewesen. Aber nein. So, Dicta ist auch Dictri erledigt. Cool, wenn ich Alola Georock noch hinbekomme, dann könnte ich kurz die Switch vorne holen und da Geowatz draus machen. Oder das dann halt selber schnell. Das ist nicht so spannend, halt das Tauschsystem kurz mal anzuschmeißen. Das würde ich dann später noch machen, kurz. Parasect auch erledigt, sehr gut. Ich habe jetzt noch Nidoqueen, Knuddelhoff offen, weil ich die nicht kann. Rassaf ist dran. Alola Radikal bin ich dran. Alola Georock bin ich dran. Ich bin jetzt noch an. Warte mal. Also eben die zwei habe ich ja gemacht. Kann ich noch nicht.
Dann habe ich 1, 2, 3 Pokémon offen. 4 wegen dem Flagmon, genau. Jo, gibt's hin. Top. Dann können wir jetzt direkt weiter gucken, wie es weitergeht nach Flagmon. Weil Lashokin kommt ja erst noch jetzt. Wo ist mal Flagmon? Da ist mal Flagmon. Magnetilo. Oh, ich weiß nicht. Ich bitte sag mir, der ist nicht limited. Und Porenta wird lustig. Bei dem Kraftwerk. Okay, das kann ich machen. Das ist der Zapdos-Ort, ne? Jawohl. Oh, warte mal. Ich bin in der falschen. Da ist Let's Go. Jawohl. Eine 23%ige Spawn Rate und 5% auf Magneton. Okay, das wird schwer für Magneton. Ich kann da drin Electek fangen und ich krieg 4 Elektroball. Chanera kann auftauchen. Chanera taucht einfach überall auf. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir dahin und machen da weiter. Auf ins Kraftwerk! Moment, bevor ich das mache, will ich noch kurz gucken wegen Porenta. Vielleicht kriege ich das einfach, aber ich glaube nicht. Wo ist denn? Nein, Moment. Route 12, 13, das sind, glaube ich, ja genau, das sind die zwei. Route 13 ist mit dem Labyrinth und Route 12 hat gar keinen Graspatch. Ah, das ist sicher rumfliegen, aber ganz, ganz selten dann. Ich gucke sicherheitshalber kurz nach. Porenta, hohes Gras, 10%. Wo haben die... Hi. Wo haben die da Gras hingetan? Ich check's gerade nicht. Also ich guck mal kurz noch in Route 13. Das ist Hardgold. Guten Abend. Hi. So, ich habe es gerade nicht gesehen, was ich schon vorhin geschrieben habe. Ich bin gerade noch am was gucken. Wo ist Gras? 10%. Aber da weiß ich wenigstens, wo Gras hat. Okay. In 10% Spawnrate auf Porenta. Dann fahre ich halt zuerst zum Kraftwerk. Oder flieg, besser gesagt. Ja, hi Pikachu. Puh, und da muss ich auch gucken, wie ich das hinkriege. Kraftwerk ist ja klar. Storymäßig bin ich durch. Ich fülle jetzt meinen Pokédex auf. Und dann mache ich halt noch die Master Trainer und die Legendaries und dann bin ich eigentlich fertig. Also ich bin eigentlich schon fertig in dem Sinn. So, das ist erledigt. Ein Ibitak brauche ich nicht mehr. Schon viel angenehmer, wenn man sowas machen kann. Da wäre der Radfratz-Trainer, die muss ich eh wieder zusammensuchen. Ich hoffe, da gibt es irgendeine Liste, wo die ein bisschen draufstehen, weil sonst wäre ich voll verloren. So, wir gehen runter. Da war ein Item. Ein Donnerschein, sehr schön. Wenn gerade ein Electric auftaucht, wäre das natürlich cool. Da wäre der Electric-Typ. Aber ich farme jetzt nicht extra auf Electric raus. Eigentlich will ich nur kurz das Magnetilo mitnehmen. Aber so geht's auch. Alles klar. Hätte ich jetzt nicht erwartet so schnell, aber ich motz mal nicht drüber. Und er schießt wieder nach links statt nach vorne. Danke, dass du nach links stehst. Finde ich voll lieb, wenn die mithelfen, wenn ich voll kacke schießen kann. Und er bleibt natürlich nicht drin.
komm jetzt, bitte. Nein, du bist noch... Hier, friss. Ich habe so keinen Bock auf das Fangsystem. Ich habe so die Schnauze voll davon. Ernsthaft. Halleluja. So, Elektrik erledigt, dann brauche ich die nicht mehr anfassen. Okay, da gibt es schon EP und so wie es aussieht, kriege ich mein Alola Radfratz bald durch. Ja, von mir aus lernen Fußkick für Silberblick. So. Mankey ist noch eine Zeit dabei. Und Geo kriege ich auch los. Sehr gut, dann brauche ich nur noch zu tauschen heute Abend. Dann habe ich mein Geowatz. Und Radfratz entwickelt sich tatsächlich. Yeah! Dann habe ich mein Defizit mit Alola schon aufgeholt. Das ist gut, weil das habe ich voll verkackt. Und Georg erledigt. So, ich nehme beide aus dem Team raus und mache mal mein Standardteam langsam wieder bereit, falls ich auf Trainer treffe, weil so wie es aussieht, gab es einen Trainer drin. Okay. So, Elektroball kann ich auch gerade abhaken, so wie es aussieht. Das ist gut, aber zuerst kurz Team aufräumen. Einmal dich aus dem Team raus. Und das Georock aus dem Team raus. Den kann ich eigentlich schon mitnehmen, der braucht nicht viel, oder... Warte mal kurz. Jetzt sind beide gleich scheiße stark. Also wenn sie nicht so hoch wären, wäre es besser, weil ich die dann schneller loswerden könnte. Also halt schneller entwickeln, ja. Kurz mal gucken, wie sich Slimog entwickeln. Ich weiß, es gibt noch einen Alola-Slimer. Das muss ich dann auch noch gucken, wie ich das mache. Also das mache ich dann mit dem zweiten Slimer. Also Slimog habe ich auf jeden Fall. Ich gucke nachher kurz, wie ich das holen kann, weil das ist eigentlich fast schon das Nächste. Und... Muschas müsste auch Anfang 30er bis Ende 20er sein. Nö, das ist sogar ein Wasserstein, das macht es einfacher. Dann nehme ich den mal ganz kurz ins Team und packe kurz einen Wasserstein aus. Dann habe ich keine Lust gerade weiter zu gucken, deswegen würde ich nachher ganz kurz mal mein Magnetilo fertig farmen. Aber ich mache das ganz kurz mal, weil wir gerade dran sind, dass das erledigt ist. So, aus ist erledigt. Der Pokédex kommt langsam echt zusammen, da bin ich froh langsam drum. Auch wenn es ein bisschen mühselig ist, aber das ist okay. Soll ja nicht zu einfach sein. Wenn es zu einfach wäre, wäre es ja langweilig, weil dann ging es ja viel zu schnell. So, dann kann ich Austausch wieder rausnehmen. Und jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich Nebulok mitnehme, aber ich mach's mal nicht. Ich nehme mein Standardteam jetzt mit langsam. Turtok braucht auch noch ein Level up, dann kommst du noch mit. Und einen Elektroball brauche ich ja auch noch. Natürlich schön angepasst Level 40, wie es auch in den anderen Spielen waren.
Oh, ich dachte schon, der hätte mich gern. Man darf ja hoffen. Das war ein bisschen zu früh noch. Jetzt aber. Nein, jetzt schießt er wieder daneben. Du bist ein Pokéball, bleib doch einfach drin. Wow, die Ansprache hat funktioniert, nice. Gut, Elektroball erledigt. Ich glaube, Voltaball müsste ich auch noch haben, aber das mache ich wirklich nur, wenn ich ihn gerade treffe, halt wie bei Elektrik jetzt auch gerade. Weil das war nicht geplant, dass ich die jetzt mitnehme, so. Bist du ein Slimog? Oh, ich brauch dich. Ja, schieß wieder einen Bogen. Ich... Ich schieße schon die ganze Zeit übrigens in die gleiche Ecke. 45 Grad Winkel nach rechts. Und das waren jetzt alle vier Schüsse immer gleich. So viel dazu, ne? So, Slimog auch geklärt. Dann kann ich wirklich nur noch auf Alola Slimer gehen. Heißt aber, ich kann Slimer gleich wieder rausnehmen eigentlich. Wir sind schon bei Nummer 90 jetzt, nice. So, darf ich jetzt vielleicht endlich richtig reinspielen? Ich packe noch Bibo ein. Slimer raus. Dann habe ich noch Mankey und Flegmon zum Entwickeln aktuell, das ist gut. So, was ist hier? Nix. Ein Top-Beleber, wow, sehr gut. Gimme Magnetil und nicht Slimog. Ich laufe davon. Wobei eigentlich wäre es gut, wenn ich ihn fangen würde wegen den EP. Das unten übrigens, falls ihr das gehört, ist getrampelt. Das ist ein kleines Kind unten. Da kann ich jetzt nicht viel dagegen machen. Das ist ein bisschen lauter. Auch wenn es teilweise schon sehr grenzwertig ist, aber naja. Aber es ist okay, es sind ja kleine Kinder. Da kann man nichts machen dagegen. Also, sollte man nicht. Also ich habe kein Problem damit, so gesehen. Guten Abend, hallo und herzlich willkommen. Wenn du mich schon extra addest mit Add und so. Oder schon wieder Elektroball. Ah, ich muss mein Magnetilo haben. Komm jetzt. Der Pokéball liegt auf dem Kopf. Das ist hundertprozentig ein Elektroball. Das gefällt mir nicht. Ich hab doch richtig geguckt, Magnetilo ist nicht editionsspezifisch. Nicht, dass ich da jetzt einen Fehler drin habe, das würde mich jetzt echt ankacken. Nee, der ist in beiden. Oh! Oh, ich provoziere so einen Kampf, nice. Und der hat doch eigentlich eine recht hohe Spawn-Chance, dachte ich. Das ist wieder das falsche Spiel. Ja gut, eine 23% Chance. Keine Ahnung, einfach weil ich es kann. Nein, da wird er zum Drachen, das ist doof. Oder wird er Feuerdrache? Ich weiß nicht, Feuerdrache, Flammen. Ah, ich mach's so. Ich bin mir nicht sicher, ob X einen Drachenflug oder Feuerdrache draus macht. Ich glaube Feuerdrache, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Feuerdrache, okay, der verliert nur seinen Flugtypen. Das ist von Vorteil. Ich hab's gut gegoogelt. Nein, das war wieder. Danke, Spiel. Das war zu hoch. Das war jetzt meine Schuld. Ja, danke schön, Feuerdrache, genau. Ich bin mir nicht sicher, welchen Typen er verliert. Das ist immer so ein bisschen... Wäre noch wichtig für die Strategie, aber wenn ich es mir nicht merke, dann ist es blöd, ne? Also Glück habe ich gerade vor mir PokeWiki offen, dann kann ich das kurz nachgucken, wenn ich mir unsicher bin. Ah, Mann. Scheiß Timing. Aber ich finde es cool, dass die Kämpfe noch dabei sind. Das mag ich. Dass sie nicht jetzt einfach als Random Encounter rumlaufen und so treffbar sind, dass ich sie fangen kann. Der schießt schon nicht geradeaus, wenn ich will. Ja, dann flücht halt, ist mir egal. Außer, dass ich 50.000 Pokebälle verliere, so ist mir eine scheißegal. Ich brauche nämlich immer noch nur mein Magnetilo. Ja, einen Voltoball brauche ich halt auch noch für den Pokédex. Dann nehmen wir das halt auch noch kurz mit. Das wird nicht ganz so hoch sein, hoffentlich. Doch, natürlich wird es so hoch sein. Klar, ich ziehe nach links und er schießt nach rechts. Halleluja, wenigstens bleibt er drin. Der hat die gleiche Spawn-Chance wie Magnetilo und trotzdem sehe ich nur die Viecher. Sogar ein Elektroball habe ich schon gesehen, das 5% hat. Electric mit 14 ist top. So macht das richtig Freude. So, jetzt habe ich einen Voltoball erledigt. Jetzt würde ich schon gern eigentlich mein hauptsächliches Ziel erreichen, aber... kein Sonderbobon zu finden. Das war nicht mein Ziel. Nein. Ich probiere es dreimal. Wenn er noch dreimal nicht drin bleibt, dann flüchte ich. Oh. Okay. So. Dann ist Lushooking auch erledigt. Nicht Lushooking, Lamus. Ich habe bald mein Basic-Team wieder zusammen, wenn das so weitergeht. Und das nur, weil ich kein Magnetilo finde. Gibt es die Unterteilung? Ich habe hier auf dem Wiki eine Unterteilung von Tag, morgens, tags, über nachts. Ich glaube, die Unterteilung bringt einfach nichts, weil das ja eh nicht zählt in diesem Spiel. Aber Hauptsache, sie ist mal da, weil es standardmäßig dabei ist. So. Mankey braucht noch ein Level, dann habe ich einen Rassaf, oder? Nein, 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 noch 5 Level. Donner, sehr gut. Das Electric, das ist wieder ein Elektroball. Ja, nein, 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 wir lassen es mal liegen. Das ist wieder ein Elektroball. Da ist ein Voltoball. Ich raff das echt nicht. Ja, Pikachu, ich sehe das Item, muss nicht wackeln, dankeschön. Was geht eigentlich da? Wieso hast du Angst? Du bist ein Elektrovieh. Wieso hast du Angst vor Strom?
Sieht schon geil aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, jawohl. Jetzt gehörst du mir. Die sind schon verdammt stark. Level 30 vor allem nur, um weiterzuentwickeln. Und ich habe es Level 38. Das heißt, das kriege ich schnell mal durch. Friss. Hör auf, dich zu bewegen. Ich krieg die Steuerung eh schon nicht hin. Hör auf, dich zu bewegen, du Sau. Und renn nicht weg. Dankeschön. Echt freundlich. So, dann ist Magnetido erledigt. Das nächste ist, glaube ich, Porenta, wenn ich das richtig gesehen habe im Dex. Ich überprüfe das sicherheitshalber nochmal kurz, weil Porenta hat eine komische, also eine 10% Spawnrate, aber so wie ich das gerade sehe in diesem Spiel, ist das fast schon besser als das andere. Ich porte mich mal weg. Hier drin habe ich jetzt gar nichts mehr zu suchen. Die Legis mache ich am Schluss erst. So. Wo ist die Liste? Das ist Hard Gold. Da ist Let's Go. Feuerdraht. Da. Porenta, 10% in beiden Editionen. Das sind gute Voraussetzungen. Ich schmeiß irgendeins raus. Ist eigentlich egal. So, wir gucken kurz im Pokédex, einfach, dass ich da keinen Fehler gemacht habe. So, im Rettern kriege ich noch, Mauzi kriege ich noch normal. Die zwei kann ich erst morgen und übermorgen machen, theoretisch. An Rassaf arbeite ich. Magnetilo habe ich jetzt bekommen und Porenta arbeite ich auch dran. Mir fehlt wirklich noch Alpollo, das könnte ich noch kurz machen. So, und jetzt muss ich ganz kurz nachgucken. Also, ich nehme Nebulak ins Team für Alpollo bis auf Level 25. Dann brauche ich kurz den Traumato, weil das habe ich auch rumliegen. 26 für Hypno, schreibe ich mir kurz auf. Hypno Level 26, Alpollo ist Level 25, das weiß ich gerade. Und Krabi sollte ich auch noch eins gesehen haben. Krabi ist 28, also kriege ich Kingler mit Level 28. Und somit habe ich mein Team wieder recht gut voll zum Weiterentwickeln momentan. Und mache mich dann auf den Weg zu Porenta. Das wird auch wieder einige Zeit kosten, vermute ich mal. Also, du kommst mit. Du auch. Und du. Theoretisch könnte ich noch ein... Das könnte ich eigentlich wirklich noch kurz machen. Mal gucken, wegen Tragosso zu Knogger. Weil ich brauche ja eh noch einen Alola-Knogger dann. Und von Slimer muss ich noch kurz gucken, wie ich das... Das könnte ich eigentlich als erstes machen direkt. Mal kurz. Tragosso ist Level 28. Das heißt, es wird sich direkt entwickeln, wenn ich das hole. Und Alola Slimer kann ich auf der Zinnoberinsel im Pokémon Center wahrscheinlich wieder. Wie eigentlich immer. Genau, ja. Jo, dann gehen wir zuerst kurz auf die Zinnoberinsel und holen uns unser Alola Slimer. Und dann geht's auf Porenta-Jagd. Und dann muss ich ganz kurz, sobald sich irgendwas entwickeln von diesen Viechern, kann ich direkt... Tragosso ins Team nehmen. Owei braucht ja nur einen Blattstein, dann kriege ich Kokowei. Und Kokowei kann ich dann wieder eintauschen gehen wahrscheinlich. Wie alle Alolas halt. Das bist sicher du. Nö. Dann du. Nein. Du. Du. Oh nein. Cool. Ist eigentlich egal, welches sind beide gleich. Außer männlich-weiblich halt. Jetzt habe ich das Level nicht gesehen, wo ich es kriege, aber ich glaube, das ist ziemlich bösbärt.
Ernsthaft? Bösbert? Welcher Idiot hat sich den Namen ausgedacht? Ich bin gerade mir überlegen, wenn ich den Slimer-Titel holen will für Slimer-Meister, ob es von Vorteil ist, wenn ich Alola-Slimer statt Slimer mitnehmen würde. Das kann je nach Typ halt einen Vor- oder Nachteil bringen. Ich müsste mal das Typenverhältnis angucken nochmal, aber eigentlich sollte das nicht mal so dumm sein. Bei Mauzi wäre es halt interessanter, weil ich mit Unlicht halt auch Step-Bonus benutzen kann, nicht nur auf normale Attacken, sondern auch auf Unlicht dann. Das würde auf jeden Fall ein bisschen mehr helfen mit Knirscher und so. Ist halt die Frage, ob das geht, aber ich glaube schon. Also ich muss kurz hochfliegen zu Route 14, da gibt es einen Grasfleck drin. Da kann ich dann spielen. Also da kann ich dann Porenta farmen lassen. Aber das braucht halt ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich meinen Fug. Ich muss kurz mein Glurak nochmal auspacken. Ah, jetzt komme ich nicht durch die Tür durch, ne? Ja, genau. Scheiße. Mit einfach runterfällt, top. Mit X, nicht mit Plus. Hier mit Plus jetzt, so. Party, woo! Omut. Taboga. Das ist die falsche Route noch. Giflor. So, hier oben müsste es drin sein. Wo ist die Route da? Ah, das hier oben, dieser Patch zählt wahrscheinlich genau zur Route 12. Also die zwei Routen hier, die zwei Grasflecken haben beide eine Porenta Spawn-Chance von 10%. Ich frage mich halt, ob ich die Spawns auslöse, wenn ich fliege, aber ich glaube nicht. Ich würde mich mal hier runterschmeißen und dafür das Mankey wieder ins Team nehmen. Ah, ich muss zuerst absteigen. So. Wo ist Mankey? Mankey ist weit oben. Da ist Mankey. Für Glurak. Oh, wow, okay. Ja, das ging dann recht schnell bis jetzt. Außer es flüchtet. Und wer du flüchtest. Ich krieg dich, du Sau. Du rennst mir nicht weg. Er hat's kapiert. Dankeschön. Gut, haben wir das geklärt. Ich vergesse immer, dass Krabi Generation 1 ist. Ja, später kam ja erst Krebskorps dazu. Aber Krabi war Gen 1. Stimmt. Und das habe ich echt nicht gedacht, dass ich den jetzt gerade gesehen habe für ins Team. So, wir gucken mal kurz. Ja, ich habe jetzt Porenta und jetzt gucke ich ganz kurz, was der nächste Eintrag ist. Müsste eigentlich Tragosso sein mit Knogger dann.
Den müsste ich jetzt halt zuerst. Nee, noch nicht mal. Eben die kriege ich, da bin ich dran. Bin ich dran jetzt? Europe wäre noch was. Ich guck ganz kurz, ob Europe limited ist. Das kann sein, dass der an die Gen gebunden ist. Das wäre kacke. Seeschauminseln. Auf Let's Go. Das ist hier. Nein, Europe ist nicht an die Gen gebunden, hat einfach eine schlechtere Spawnrate. Das ist okay. Und zwar im untersten Stock eine 15% und im Erdgeschoss bis mit drittes hat er eine 20% Spawnrate. Das ist gut. Ja, doch. Sorry, dass ich so aussehe. Das heißt, wir müssen ganz kurz wieder zur Zinnoberinsel und drüber in die Seeschauminsel. Das ist der einzige Ort, an dem ich Europe finden kann übrigens. Und bei meinem Glück, entweder taucht er sofort auf oder es geht 10 Jahre. Es gibt nichts dazwischen. Das ist irgendwie mega traurig, dass es immer so ist. Ich mache ganz kurz wieder mein... Ich will mal auf Ariodactyl reiten. Boah, sieht das geil aus. Geht ein bisschen, ne? Der Kopf ist ein bisschen zu groß geraten. Finde ich jetzt persönlich. So, ja, das reicht. Solange ich keine Herausforderung kriege von Trainern, soll das hinhauen. Ja, Rosanna muss ich früher oder später auch noch kriegen, nehmen wir gerade mit. Die hat eine 14% Spawnrate, sehe ich gerade hier. She ist hier spawnbar. Ungewöhnliche Begegnung, scheiße. Natürlich Arktos einmalig, logischerweise. Carport hat eine hohe Spawnrate. Austros hat eine 1% Spawnrate mit Mushas 30%. Okay, das ist ein bisschen assi. Ich muss sagen, ich weiß nicht mehr, was die ungewöhnliche Begegnung ist. Ob das ist nur, wenn ich einen Rauchern habe, also diesen Stinketeil. Dass die, jawohl, schieß wieder gerade, dankeschön. Dass die nur dann auftauchen, wenn ich den Rauchern habe. Okay, dann tschüss. Ciao, ciao. Suche ich halt nach Europe. Oder das nächste Rosanna. Das wäre dann halt noch interessant zu wissen, wenn ich mir die Starter-Pokémon nochmal machen muss. Wie das genau ist mit den ungewöhnlichen Begegnungen und so. Wobei, ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob ich Shiki überhaupt anders kriegen kann, ob das einfach nur ein Special-Ort ist. Jawohl, Route 24, 25 ist auch drin. Das ist die falsche Edition. Fliegst du mal richtig rüber, du Scheißball. Ja, das ist viel zu weit, dankeschön. What the fuck? Alter, wenn ich die Legendary Vögel gefangen habe... Shiki ist auch hier ungewöhnlich begegnet. Habe ich die Chance, also wenn ich die gefangen habe und den National Dex habe, nee, in die Ruhmeshalle nur gekommen bin, dann können Arktos, Zapdos und Lavados als ungewöhnliche Begegnung im Himmel erscheinen. Und zwar über Bills Haus da. Jazz. So, und jetzt brauche ich meinen Jugong. Europe. Eins von beiden. Eigentlich beides. Das ist der Europe. Nein, nicht zu bad. Ich will nicht zu bad. Nein, ich will auch nicht zielen. Ich kann auch nicht nach oben gehen für einen Quick. Dankeschön. Dann. Ich habe ein Fluchtseil dabei. Ich schmeiße mich mal einfach hier runter. So, dann müsste ich jetzt in die dritte Ebene kommen.
Wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich aber in die vierte, wenn ich richtig mitgerechnet habe. Nein, das ist jetzt die dritte. Ja, das ist jetzt die dritte, weil EG ist ja... Erdgeschoss ist ja nochmal was anderes. Dann bin ich jetzt im dritten UG und wenn ich jetzt noch eins runtergehe, bin ich zu tief. Dann bin ich aber auf Arktushöhe. Mal gucken, ob ich die Höhle so erkenne. Ja. Doch. Ich glaube, ich weiß, wo ich hier bin. Okay, und in diesen Höhlen stehen auch jeweils direkt, also neben den Legendaries stehen auch jeweils die Trainer, gegen die ich kämpfen muss mit denen. Da ist dann die Frage, ob ich eine Chance habe direkt, wenn ich die so gefangen habe, weil die werden sicher ein höheres Level haben. Wow. Jetzt, wo ich eins habe. Ich wollte eigentlich ans Item, aber ist okay. Eigentlich will ich einfach einen Jurop haben. Ich muss jetzt einfach ein bisschen... Oh, Eisstrahl, cool. Ein bisschen Kreise rennen. Das ist ein Goldbart. Nummer 2. 3. Goldbart hat die gleiche Spawnrate wie Jurop übrigens. Wollte ich nochmal sagen. Also eigentlich nicht eine höhere Chance, aber Goldbart taucht einfach viel mehr auf. Da war gerade was. Ich glaube, ich habe es verkackt. Da wäre gerade, glaube ich, was gewesen. So eine weiße Flosse habe ich da gesehen. Ziemlich sicher, da war eine weiße Flosse. Es kann auch was anderes gewesen sein, aber ich glaube, da war was. Ist mir egal, ciao. Hier war ich schon. Das ist dasselbe. Ich bin schon froh, wenn ich nicht ewig hier drin festhänge eigentlich. Das, oh, zum Glück. Wenn da jetzt in Europa aufgetaucht wäre. Weil ich war schon auf der... Oh, apropos Europa. Ich war schon auf der Leiter drauf. Das wäre ein bisschen uncool gewesen. Europe entwickelt sich mit Level 34, das heißt, das Europe hier ist auf jeden Fall ein Safe Yugong, sobald ich ein Level Up mache. Das ist gut. Das wäre natürlich cool. Wir kommen echt schnell voran. Was für ein Pokédex-Nummer hat Europe? 86, also 90 Pokémon fast haben wir jetzt. Und einen Teil davon habe ich ja trotzdem noch ausgefüllt. Also wir kommen gut voran. Ja, das sind beides noch solche, die ein bisschen Zeit brauchen. Jetzt habe ich einen Europe, aber keinen Platz natürlich. Gut, mache ich das. Zeig mal, wie sieht das aus hier drin. Ja, okay, das geht nicht lange. Und ist auch gar nicht mehr nötig, wenn ich Glück habe. Wenn ich ganz viel Glück habe, natürlich. Oder auch nicht. Komm, ich will meinen Yugong gleich wieder abhaken können, bitte. Jawohl. Check. Jetzt kriege ich meinen Alpollo. Nicht Hypno. Gengar habe ich schon eingetragen, als ich mit dem Kumpel getauscht habe. Das heißt, die Evolutionslinie habe ich auch durch. Jetzt muss ich gucken, ob zuerst Owei drankommt. Dann könnte ich da kurz einen Blattstein reinschmeißen. Oder ob ich zuerst auf Tragosso gehe. Wobei, Owei kann ich nebenbei machen.
Dann könnte ich mir nämlich Alola Kokowai holen zuerst. Dann habe ich das nämlich auch erledigt. Ich mache zuerst mal meinen Ärger. Also, ich nehme jetzt meinen... Ich muss mal kurz die Bank aufräumen nachher. Ich mache das kurz. Gleich. Ich nehme den ins Team statt Alpollo. Dann benutze ich einen Blattstein. Ich hoffe, ich habe noch einen Blattstein. Mach ich es halt so. Ich habe keinen Blattstein mehr. Okay, ich muss gleich shoppen gehen. So, also, wir räumen mal kurz unsere Bank auf ein bisschen, indem ich alles zum Professor schicke, was ich nicht mehr brauchen kann, aktuell. Das heißt, eigentlich alle Pokémon, die durch sind, die ich nicht. Die kann ich auch jederzeit wieder machen, die ich nicht. Die ich schon. Alle machbar. Den habe ich durch. Da habe ich eh zu viele drin jetzt. Okay, ich kann maximal 30 verschicken. Mhm. Ich behalte jetzt mal die Pikachu und anderen Bonbons mal, bis ich das richtig mache. Dann alle Macholos und Machok, die habe ich ja durch. Sazenia ist auch schnell wieder gemacht. Dich darf ich nicht verschicken, weil ich die Alola-Form brauche. Warte mal kurz. Ich verschicke mal kurz und muss noch umsortieren jetzt. Dankeschön. Kein Macholo-Bonbon, verdammt. Sortieren. Nach Pokédex-Nummer, bitteschön. So, jetzt habe ich da eine bisschen bessere Übersicht noch. Weil dich kann ich verschicken, dich brauche ich auch nicht, das normale Kleinstein auch nicht. Porenta brauche ich eigentlich auch nicht so. Die habe ich erledigt, das ist gut. Austos, das ist gut, dank, dank, dank. Ist gemacht, behalte ich noch, Kikli ist durch. Rizeros habe ich auch, das weiß ich, ist schnell gemacht wieder. Und Chaneira behalte ich mal, weil Chaneira echt kacke ist zum Wiederholen. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich einen Chaneira zurückkriege. Momentan. So, dann geht's weiter mit Electek. Garados muss ich noch machen. Die Evoli-Entwicklungen brauche ich noch. Shiny Blitzer behalte ich mal. Ammonitas, die Fossilien habe ich gesagt, behalte ich. Und den Rest behalte ich jetzt auch mal. So. Sieht auch gleich ganz anders aus auf der Bank. So. Jetzt habe ich alles dabei, was ich brauche. Jetzt muss ich nur noch kurz ein Fluchtseil benutzen. Und dann geht's schnell in den Shop und einen Blattstein holen. Wie lange sind wir denn eigentlich schon dran jetzt wieder? Nur mal, dass wir das geklärt haben. Boah, schon über drei Stunden. Heftig. Aber ich glaube, wir kommen gut voran. Ich gucke nachher kurz, wie es mit dem Pokédex genau aussieht, sobald ich meinen Kokowai gemacht habe. Ich kann in der Zwischenzeit mal gucken, wie ich Alola Kokowai tauschen kann. Während den Animationszeiten. Ich gebe mal Kokowai ein, gehe auf Fundort für Alola. Im Indigo-Plateau kann da jemand tauschen. Okay. Let's go, Item. Gibt es eigentlich einen Pokémon? Megasteinverkäufer gibt es da. Megasteinverkäufer sind auch gut. So, aber ich würde eigentlich schon gern mal mein Alola Coco weiterholen. Ich hoffe, der ist nicht in der Höhle drin. Ich muss wieder in den dritten Stock hoch. Nein, nein, das Indigo-Plateau ist ja nur die Liga selber. Das andere wäre ja die Siegesstraße. Also irgendwer da drin gibt mir dann... Das Alola Kokowai. Hallo. Ich brauche einen Blattstein. Der denkt sich hier, wenn der was denken könnte, der denkt sich hier, ich bin voll, weil ich renne hier so random rein. Ein Blattstein. Ein Donnerstein. Jetzt brauche ich nochmal einen Donnerstein. Oh, ich habe vorhin noch nicht genug Blattsteine gekauft. An Feuerstein habe ich auch noch nicht. Wenn wir gerade dabei sind.
So richtig idiotisch. So. Dann brauche ich nachher von den Alola eigentlich nur noch Knogger. ...1,2 Tonnen fettes Vieh. Nö, dich werde ich eh gleich wieder los dann. Dann kann ich jetzt mein Tragosser mitnehmen. Das muss ein Level abmachen und ist zum... ...ist ein Knogger dann. Und jetzt gehen wir zum Indigo-Plateau und tauschen Kokowai gegen Kokowai. Aber ich meine das ernst, ich finde das gerade nicht auf dem Wiki. Oh, Pokémon Pinball sieht auch nice aus mit bestimmten Pokémon. Das wird auch angezeigt, weil das Plateau natürlich dann auch hier vorkommt im... Ups. Man kann halt mega viele Megasteine hier kaufen. Gengar, Lamos, stimmt, Lamos hat auch eine Megaform. Simsala, Taubos, Bibor, Kangama, Pinsir, Garados und Aerodactyl. Ich glaube, Bibor habe ich gekauft. Yo, du. Yo, ich habe es geschafft. Top 4, klar, ich suche eigentlich nicht euch. Jo, du siehst mir aus wie da hinten, als hättest du einen Alola Kokowai. Ja, Einrich, pass mal drauf auf, ne? Dankeschön. Somit ist Kokowai erledigt. Jo, das ist... Ich weiß nicht, ob sie das einfach extra als Meme machen, dass Kokowai einfach immer zu groß für alles ist. Ich glaube schon. Weil es gibt andere Pokémon, die größer sind. Aber die passen immer auf den Bildschirm, weil sie einfach kleiner gemacht werden. Nur Alola Kokowai, nee. Der muss zu groß sein. Ich glaube, das ist wirklich einfach so ein Witz, den sie da reinbauen. Um ein bisschen lustig zu sein, was ja okay ist. Sie dürfen das, das ist... Okay. So, wir machen weiter. Ich habe jetzt 117 gefangene Arten. Das ist top. Das heißt, wir kommen langsam ins Endgame schon für den Pokédex. Jawohl, wirklich. Oh nein. Oh nein, es kommt seltene Pokémon. Nein. Fuck. Die kriege ich nicht. Den kriege ich nicht. Da weiß ich nicht. Den kriege ich. Ich glaube sogar mit Wasserstein. Moment. Er hat ein Level-Up. Ich weiß es nie. Wasserstein. Okay, können wir kurz machen. Das machen wir sogar kurz. Ein Sichlor kriege ich vielleicht noch eins aus Pokémon Go. Aber momentan bin ich mit zwei Sichlor voll am Auslasten, weil ich eins noch für die Meltan-Mission weiterentwickeln muss. Und das kostet mich aktuell halt recht viel Zeit und Kilometer und ja. Fuck, ich habe auch keinen... Siehst du, jetzt renne ich nochmal dahin und kaufe mir einen Wasserstein, wie ein Idiot. Das gibt keinen Sinn. Hier auf dem Wiki steht die Info zum Sterndu. Und er hat Farbe braun, das ist ja noch gut. Gewicht 35 Kilo mit 80 cm, ist halt ein fetter Seestern. Und Silhouette ist wie, wohin genau? Das ist recht speziell.
Silhouette 5, Großteil des Körpers besteht aus dem Kopf und Rumpf. Kopf und Rumpf. Ist schon richtig, aber sieht einfach voll bescheuert aus. Nein, nicht nach unten. Und die meisten Pokémon sind zweibeinig mit Schweif. Vierbeiniger Körperteilsbau ist voll. Humanoide Körperbau ist recht viel. Jazz. Ja, hi, ich brauche noch einen Wasserstein. Ich glaube, ich war noch nicht genug hier. So, jetzt sollte ich dann irgendwann anfangen, Geld zu verdienen. So, Beutel, Stärkungstasche, Wasserstein. Und das war jetzt die einfachen noch. Stami ist erledigt. Super mache ich das. Ich werde Nidoqueen und Knuddeluff, wie gesagt, nicht entwickeln, ohne dass ich das streame oder wenigstens aufnehme. Vieles ist ja nicht, aber es ist halt der Teil, dass ich gerne auf Video habe und so, wenn es schon dazugehört, ne? Alles oder nix. Ist interessant mit Silhouetten. Ist schon speziell, aber ja, die ändern da mega viel anscheinend. Das ist zum Beispiel Megapinsy hat eine andere Silhouette als Normalpinsy und so. Ab Generation 6, ab Omega Alpha. Alle Wurm-Pokémon haben eine andere, also Cresselia, Gastrodon auch, Charlilos, aber auch Raupi, Hornliu, Wampel, Bomi und Bumadam haben eine eigene Form bekommen wieder. Das sind dann insektenartig ohne Flügel. Und dann gibt es geflügelte insektenartig, das ist eine Unterscheidung. Boah. Ah, die haben Nummer 14, haben sie reingemacht. Und vorhin waren die schlangenartig und jetzt sind sie insektenartig. Und schlangenartig gab es aber schon vorher. Ja, das ist so random Trivia aus dem Wiki. Interessant. Kann man jetzt sagen, was man will. Es ist speziell, aber trotzdem interessant. So, Starmie ist erledigt. Ich guck mal nochmal in meinen Pokédex. Das ist gemacht, das ist gemacht. Da bin ich dran, das kommt, das arbeite ich auch dran. Alles klar, gut, das arbeite ich dran. Wir suchen Nocturne. Siegesstraße, spawnen beide zusammen. Chance gering wie Sau. Feuerrot, Blattgrün. Goldene Heart, Gold, let's go. Wo sind die Pokémon-Listen? Ungewöhnliche Begegnung sogar. Ah, aber Kikli ist im ersten Obergeschoss und Nocturne im zweiten Obergeschoss. Das zweite Obergeschoss ist über Lavados und das erste Obergeschoss ist Lavados-Ebene. Alles klar. Also müssen wir einfach in die Siegesstraße, da wollte ich eh hin wegen Leveln und so. Da kann ich das kombinieren gerade mit dem Fangen von Nocturne, wenn ich Glück habe. Wobei, da werde ich mich dumm und dämlich fahren, bis ich das sehe wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, hi Pikachu. Wir gehen mal wieder in die Siegesstraße zur Abwechslung. Dann kannst du mir wieder sagen, wie ängstlich du bist. Yay! Ah. Boah, wie cool die Map aussah. Ich sehe die gerade noch so als Overlay. Und klar, erste Gen ist voll behindert. Und zweite Gen ist auch nicht viel besser geworden. Aber es ist okay. In Folge 4 Glurak. Ah, das ist mit Origins. Aber nicht. Ich dachte schon Folge 4 Glurak. So, hä? Nee. Im dritten saß, also Feuerrot, Blatt, Grün saß dann schon recht lebendig aus. Und in der vierten haben sie es wirklich mit Treppen und mit. Doch, hier bin ich richtig. Hier muss ich gucken wegen Nocturne. Mit Treppen und mit Brücken und so gebaut. Also Hard Gold, Soul Silver nicht.
Diamantperl. Diamantperl war eine komplett andere Siegesstraße. So, und hier gucken wir jetzt einfach überall nach starken Pokémon. Und wenn es geht, auch nach Nocturne. Die starken Pokémon brauche ich nur wegen dem Leveln eigentlich. Dich zum Beispiel. Aber ich glaube nicht mehr, dass wir das heute hinkriegen von der Zeit. Ah, come on. Weil das mit Kikli war jetzt echt Zufall, dass der nochmal aufgetaucht ist. Und ich weiß nicht, wie lange das geht, bis Nocturne auch auftaucht, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Zeit geht. Schieß! So, und ich lehne mich jetzt mal zurück. Ich klappe den Bildschirm ein bisschen runter, dann sehe ich auch alles. Boah, das war jetzt heute war echt speziell. Im Sonne und Mond ging es ja halt mit dem Pokédex-Farmen, weil man da halt Handheld unterwegs irgendwas machen konnte. Hier auf der Switch ist es halt ein bisschen mühsamer, ein bisschen aufwendiger vor allem. Wobei, wirklich aufwendiger ist es ja nicht, wenn man bedenkt, was man da alles in der siebten Gen für den Pokédex machen muss. Und da ich an einem Living Dex arbeite in Silber, Sonne, Ultrasonne aktuell, wird das recht mühsam. Vor allem habe ich das Problem, dass ich Pokémon wie Zirpurze und so nicht einfach kriege, weil die kriege ich entweder aus Gen 4, das nicht mit Pokébank kompatibel war, und ich Probleme habe, auf Gen 5 zu laden damit noch, was es noch mal mühsamer macht. Sondern ich habe noch zwei, drei andere Pokémon, die ich nicht kriege. Zum Beispiel habe ich kein Panflam oder Plinfo. Eins von beiden habe ich nicht. Das fehlt mir dann noch für den Living in Ultra. Aber ich habe die Hoffnung, dass mit Gen 8 dann irgendwann mal noch ein Remake von Sinnoh kommt. Irgendwie. Dass ich von da aus dann weiterfahren kann. Und das Pokébank-Kompatibilität hat. Weil sonst habe ich echt ein Problem, das Ganze von Ultra hochzukriegen. Ich wäre echt traurig, wenn meine... Kack, ehrlich gesagt, auf meine gezüchteten Pokémon, die sind mir nicht so relevant, die kann ich nachzüchten, neu machen. Muss man sowieso, wenn man Competitive spielt, da zählt ja nur die aktuelle Version wegen der Zuchtversion. Cool. Ich sehe eher das Problem jetzt mit meinem Living Dex, da ich da schon recht viel Zeit drin habe. Dass wenn der mir verloren geht, dass ich dann echt ein bisschen traurig, ein bisschen wütend werde. Aber ich weiß noch nicht, wie das mit der Pokébank umsetzbar ist normalerweise. Weil ich weiß nicht, ob das über mehrere Editionen hinweg geht. Das ist eben das Problem. Also mehrere Konsolen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Beispiel mit einem anderen 3DS auch wieder auf die Pokémon Bank einloggen kann. Und dann habe ich auch da meine Downloads. Und das war mein Stift. Den brauche ich noch. Also ich muss da halt einfach gucken. Ich hoffe, es geht so, wie ich mir denke. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, ob es sich lohnt, wenn ich sage, ich lade die Ebene neu, indem ich Treppen laufe. Ob dadurch die Spawnrate erhöht wird, weil die Monster wieder gelöscht werden. Kann ich echt nicht sagen. Ich probiere es einfach mal so. Kikli ist auch random aufgetaucht. Ich glaube, da habe ich aber einen Stagewechsel gemacht, wirklich. Mal gucken. Muss ich eh irgendwann machen, weil sonst habe ich da endlos Kleinstellen und so irgendwann, die gespawnt sind, ohne dass sie löschen. So, und jetzt habe ich einen Alola Slimog. Das kann ich also auch kurz abhaken, direkt noch. Wo ist Alola Slimog? Habe nicht mal von meiner Liste da drauf, weil es sich schon erledigt hat. Cool. Das heißt, ich kann jetzt eines meiner Pokémon, ich nehme Bisaflor statt Alola Slimog reinnehmen.
Ja, komm, ist mir egal. Ich nehme mal Dragosaur mit. Hui. Oh, nix. Ich finde Dragosaur süß. Dragosaur ist auch so ein süßes Pokémon, aber eigentlich ist es voll overhyped. Weil, als ob jetzt jedes einzelne verdammte Dragosaur dasselbe Problem hat, dass seine Mutter von Team Rocket abgekratzt ist. Also getötet wurde. Nein, das war ein Dragosaur aus dem Anime und nicht alle. Und die machen voll die Background-Story für alle Dragosaur draußen. Das ist ein bisschen so... Naja, aber ich finde es trotzdem süß, das Vieh. Und es gibt so viele süße Artworks, wenn es heult und die alten Karten vor allem. Ich finde das so toll. Aber es ist einfach ein bisschen, naja, unlogisch. Aber hey, es ist Pokémon. Was will man da noch über Logik beklagen? Aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Es ist nicht böse gemeint. Ich mag Dragosaur wirklich. Verdammt, er war zu stark. Hey, ich habe langsam keine Hyperbälle mehr. Ich muss aufpassen. Vielleicht noch mal kurz einkaufen gehen. Whoops. Ich probiere vielleicht ein, zwei Mal die Liga noch durch dann nebenbei. Wobei, die wurde, glaube ich, gepusht. Gut, da muss ich aufpassen. Ich glaube, wenn man die beim ersten Mal durch hat, wird die stärker. Da muss ich wirklich gucken dann, dass ich die noch klein kriege. Du bist ein Wichser. Ein dreckiger, dummer Wichser. Bleib doch drin. Okay, jetzt nervt es mich echt langsam wieder. Ja, verpiss dich doch, du Scheißdrecksvieh. Muss eigentlich nur auf den Spawn warten. Nein, hau ab. So, ich gebe jetzt einfach mal mein ganzes Geld gleich aus dann. Von mir aus. Ich bin der Ebene zu tief. Ah, jetzt mache ich einen Umweg, scheiße. Egal, so geht's auch. Das ist kein Riesenumweg. Wollt ihr mich alle verarschen? Vor allem dieses Drecks-Scheiß-System, das nicht trifft, wenn ich will. Oder wenn ich... Ja, wenn ich will, das wäre schön, wenn ich sagen kann, trifft und dann trifft's. Aber eben, ich schieße nach geradeaus dreimal und er springt einmal nach links, einmal nach rechts. Ich weiß nicht mal, nach was der sich ausrichtet. Bei der Wii wusste man wenigstens, da vorne steht dieser verkackte Sensor, danach richtet er sich. Ich muss nach links, um nach links zu gehen, vom Sensor aus. Und gut ist, aber hier, keine Ahnung. Ah man, auch dass man die ganze Zeit bestätigen muss, wenn man neu zielen will, das ist voll behindert. Aber naja. Halleluja. Gibt nicht mal so viel EP wahrscheinlich. Nix. Aber ich habe gleich mein Magneton. Immerhin das.
Ich glaube, die Trainer sind recht hoch vom Level her. Die würde ich jetzt noch nicht herausfordern direkt. Da würde ich jetzt echt mein Team mal, also zumindest mein Standardteam trainieren. Und da mal gucken, was draus wird halt. Das ist die Heal Station, die brauche ich jetzt nicht. Ups. Ich soll wirklich die Liga machen. Ich habe kein Geld mehr. Ich würde dir gerne verkaufen. Was brauche ich denn nicht? Komm, ja, von mir aus. Ich benutze Superbälle, wenn ich was brauche. Oder Premierbälle ist dasselbe. Die X-Items brauche ich auch nicht. Sind einfach gar nicht mein Spielstil. Die Bären behalte ich mal alle. Die Bonbons auch natürlich. Die Bonbons auch natürlich. Die Heil-Items, das Lockparfüm. Ein Kronkorb verkauft man auch nicht. Ich würde gern kaufen. Jetzt kriege ich nochmal einen Premierball, ne? Ja. 88 habe ich jetzt wieder. Ups. Ja, ich soll vielleicht wirklich... Oh, guck mal, wie süß Tragostor ist. Ich soll vielleicht wirklich in die Liga gehen. Aber es ist dann eh gleich Zeit. Ich probiere nochmal kurz 2-3 Pokémon zu machen. Und dann ist die Zeit vorbei. Dann würde ich rauskommen, damit ich später noch in die Liga kann, wenn ich privat spiele wieder. Ich wollte halt einfach mal anfangen mit diesem Farming-Zeugs, weil ich wollte nicht einfach mal reinstürzen und nichts machen mit der Aufnehmen und so. Sondern halt wirklich, wow, du bist ein Spacko, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Boah, bin ich überhaupt auf der zweiten Ebene? Moment. Das ist ja erstes Geschoss, also EG. Ich muss von hier aus eigentlich noch eins nach oben, ne? Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Komme ich denn überhaupt noch eins nach oben? Nee, ich glaube, ich bin wirklich auf der oberen Ebene. Oder? Hier geht es ja nur wieder runter zu Lavados. Und vorhin auf der Map, auf dem Pokewiki hieß, dass die Lavados-Ebene das erste OG ist. Ah, klar, weil das EG der untere Eingang ist, wo man zum ersten Mal reinkommt. Und der ist eine Stufe tiefer als der Endausgang. Ja, gibt Sinn. Doch, jetzt habe ich es gecheckt. Alles klar, hat sich erledigt. So, Magneton erledigt. Habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben. Okay. Dabei wollte ich das voll cool so bestätigen. So, yeah, ich habe Magneton. Yeah, cool. Aber nein. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich den Vorteil drin sehe, vielleicht, dass man die Alola-Formen benutzt, wenn man zum Beispiel jetzt Nobilikat spielen kann. Ich sehe aber jetzt gerade zum Beispiel den Nachteil bei Vulnona. Bei Sandama geht's, wobei ich bei Boden und bei Eis auch recht viel machen kann. Aber bei Diktrio ist mega lustig, aber Stahl leidet auch unter Boden. Bei Alola ist es einfach so, bei Vulnona, dass Eis richtig kacke ist mit Feuer. Das wäre nicht gesund. Aber ein Alola Kokorai zu benutzen wäre mega lustig. Allein schon wegen Drachenattacken. Ja, schieß halt wieder nach rechts, wenn ich geradeaus mache. Geradeaus. Okay, ich ziehe wieder in meine Ecke rüber. Klar, wenn ich in meine Ecke schieße, geht's wieder.
Und Knauka ist auch erledigt. Ich habe hier nur noch Hypno und Kingler stehen. Und Haldrassa vom Anfang. Yeah, da müssen wir noch gucken, wo ich die Alola-Form kriege. Das mache ich aber nächstes Mal dann. Nicht mehr heute. Ich darf einfach... Wobei, ich würde das gerne heute noch kurz machen. Nicht, dass ich den aus Versehen verkaufe. Und da muss ich gucken, dass ich den irgendwie wieder reinkriege. Nein, kein Schwertanz. Ist egal. Moment. Ja, ciao. Ich benutze kurz das Fluchtseil sogar, weil ich hier raus will. Knoga. Nein, kein Vierhänden dran, dankeschön. Ein Flüchtseil. Wer hat mir ein Autogramm gegeben? War das Bob? Kann sein. Infusania City ist das. Da gehen wir noch kurz hin. Nein, das ist Prismania. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, ich bin langsam müde. Jo, wir sind auch schon 3 Stunden, 40 Minuten dran. Ups. Ich will jetzt so schnell die Übersicht über sowas. Und vor allem kommen wir schön voran, dann stresst es mich auch nicht unbedingt so. So. Du bist die Janeira-Trainerin. Hier, nimm. So, jetzt soll es aber gehen. Komm. Jawohl. Auch hier ist jetzt die Frage zum Beispiel, ob Alola Knogga besser ist als Knogga selber. Weil Typ Boden... Nein, Boden macht Schaden gegen Feuer. Scheiße. Ja, nein, hier ist auch das normale besser, denke ich. Wie ist der Cornelius? Okay. Okay, also ich kann wirklich endlos Alola-Formen tauschen, so wie es aussieht. Wie sieht das aus hinten durch? Einfach mal zum Angucken noch kurz. Ja, sieht schon geil aus. Zeig mal die Rückenmarkierung. Also, ich fliege noch ganz kurz zur Liga mit euch und dann verabschiede ich mich mal langsam. Für alle, die dabei sind noch oder auf Zuckerpopel Live oder das Replay gucken, unten findet ihr den Link oder diesen fetten Popel auf Twitch. Da kommt ihr direkt auf meinen YouTube-Kanal und da wird zum Beispiel auch dieses Video hier Cut hochgeladen. Und auch andere Videos natürlich. So, ich baue kurz mein Team um, dann brauche ich mich das nächstes Mal wieder. Ja, da findet ihr ganz viele Videos auch sonst, das Original vom, also das Let's Play von diesem Spiel halt, zum Beispiel. Und ganz vieles anderes, das man nur so am Rande erwähnt. Ja, mein Controller spackt ein bisschen unterdessen. Ich glaube, da hat ein Verbindungsproblem, wenn das dazwischen steht. So, das ist einfach noch was, was ich kurz sagen wollte. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat es gefallen. Zuerst mal für Leute auf YouTube, das war's dann, wenn ihr wollt, unten in der Beschreibung, unten, auch jetzt stimmt das Team, findet ihr den Link zu den Streams und so, wenn es wieder mal Streamzeit ist. Ich weiß nicht, ob ich schon gestreamt habe, wenn dieses Video hier online kommt, ehrlich gesagt, da muss ich immer ein bisschen gucken, wie ich zum Rendern komme. Wobei, jetzt ist ein bisschen eine Pause dazwischen, weil Ferien und Fasnachtzeit ist bei uns, deswegen muss ich gucken. Aber ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!
So, und damit kann ich die Aufnahme beenden. Ja, vielleicht auf Twitch eben, wie gesagt, unten die Links und so. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein, hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich fand's geil, wir sind vorangekommen. Von daher, danke fürs Mithelfen. Ich habe auch ganz viele Sachen bekommen. Ich habe jetzt einfach kein Geld mehr, aber dafür fahre ich jetzt ein bisschen offline. Ansonsten, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Cheerio! Ich habe keinen Endscreen, deswegen gibt es einfach den Anfangsscreen übrigens wieder halt leider. Ich sollte das nochmal machen. Ich mache das vielleicht. Moment, ich mache das kurz. Das muss jetzt ja wohl sein. So, das Bild brauche ich gerade nicht, wieso ja auch immer das doppelt ist. Sondern da kommt das Bild rüber ohne Text. Ah, fuck, da stimmt die Auflösung nicht. Passt schon, so. Eigentlich wäre es ja so. Aber ich habe die Auflösung hier nicht angepasst, weil das das Original ist. Yo, also, egal, ich lasse mal so. Danke fürs Dabeisein. Bye-bye.